Cloud Play Plus. Eure News rund um das Thema Cloud Gaming. Egal ob XCloud, Stadia oder GeForce Now. Das Wichtigste der vergangenen Woche jetzt. Mit Chiki und dem Captain. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boeing. Das ist der Cloudplay-Wochenrückblick zur Kalenderwoche 35. Das bedeutet, wir haben Premiere. Es ist die 35. Folge. Herzlichen Glückwunsch. Bei mir in diesem Abend ist der gute Captain. Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Tag. Guten Abend, guten Morgen. Ach, und von mir aus auch eine gute Nacht, wenn immer ihr es hört. Schön, dass ihr da seid. Und auch heute Abend unser spezieller Gast ist Cloudgedöns. Hi, hi, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Wie geht es euch beiden, denn äh, Captain, wie geht's dir? Ja, mir geht es gut. Es ist Sonntagabend. Ähm, wir sitzen hier mal wieder in gemütlicher Runde und äh, ja, da kann man sich doch nicht beschweren, oder? Welches Getränk ist am Start? Bitte. Getränke. Getränke, was, was trinkst du? Also, ich habe jetzt hier gerade so zwei Getränke auf meinem Tisch stehen. Das äh, premiere Getränk ist in einer grünen Glasflasche mit einem Kronkorken. war es versehen und es, es perlt so herrlich. Absinth. Ein Bier. Okay, okay. Auch, leg <lacht> auch <lacht> ich meine, ich sage mal so, je nachdem, wie das heute outbreakmäßig eskalieren wird, brauchen wir vielleicht Absinth ne, aber ja, ja nein, nein. <laughs> ähm, Cloud Gedöns, erzähl mal kurz, wer bist du überhaupt? Wie bist du hier? Wie bist du zum Videospielen gekommen? Und was hat dich in der letzten Woche so am meisten bewegt, Videospieltechnisch? Jo, äh, also ich, äh, du hast meinen Namen schon gesagt. Ich bin Cloud Gedöns beziehungsweise Philipp und ich habe äh, habe lange äh, selber einen kleinen YouTube-Channel gehabt, wo ich vor allem über Stadia-Krempel gemacht habe, der jetzt ein bisschen Pause hat, weil ich arbeitsmäßig ein bisschen zu viel nebenbei zu tun habe. Ähm, und zum Spielen gekommen bin ich über einen N64, den irgendwann mein Vater angeschleppt hat, als ich Kind war. Und seitdem war ich bis bis jetzt eigentlich von dem Jahr eigentlich immer so das Konsolenkind, deswegen äh, hatte mir Stadia bei den Cloud-Gaming-Diensten am ersten, als es rauskam, auch sehr gefallen, weil es einen sehr konsolenmäßigen Ansatz hat. Und äh, ja, seit Stadia dann rauskam, habe ich wieder mehr ins Gaming-Hobby reingefunden und habe jetzt mittlerweile aber nicht mehr nur Cloud-Gaming-Sachen, sondern auch ein Spiele-PC jetzt neben mir stehen und... Bin in der Warteschlange fürs Steam Deck. Oh, okay. Da äh, sind, glaube ja, ich, noch ein und, paar andere. Ähm, <laughs> das was gab es letzte Woche so am meisten? Ich habe jetzt vor drei oder vier Wochen endlich mal angefangen, ausgiebiger mit dem Game Pass Ultimate und vor allem mit Xcloud rumzuspielen. Und da habe ich jetzt in der letzten Woche erstmal die Gears of War-Teile nachgeholt. Jetzt mit äh, Gears 5, dass ich erstaunlich viel statt an meinem PC sitzend auf meinem Bett liegend mit dem Handy gezockt habe, weil das mit externem Controller extrem gut funktioniert hat. Ähm ja und dann viele kleine Indie-Spiele, die da jetzt noch so äh, im Game Pass rumliegen, mal kurz angezockt, in Chorus mal reingeschaut und das für später auf dem Ablagestapel getan. Ja, das waren so jetzt in der letzten Woche bei mir vor allem Game Pass und XCloud ausprobieren. Okay, das ist jetzt ja äh, thematisch einiges, was wir hier am Start haben. N64, das war so dein Einstieg. Ähm, ich glaube, das können viele unterschreiben. Captain N64, geil, oder? Meine Herzkonsole, definitiv. Damals geliebt, also das SNES war ja die erste Konsole, die ich hatte, aber N64 war so, ah, so auch so prägend, weil es mich auch durch die Jugend begleitet hat. Das war schön. Also ich liebe das N64. Und ja, ich sage das. N64. <laughs> was, was waren denn so die Lieblingsspiele von euch beiden? Captain, fang an. Oh, also, natürlich, auch man kann es ja mittlerweile sagen, das ist ja schön, es ist ja nicht mehr indiziert. Golden GoldenEye, Golden Golden Das habe ich halt wirklich hart, richtig gut, äh, richtig doll geliebt. Äh, tue ich auch immer noch, auch wenn es nicht mehr so schön spielbar ist wie früher. Ähm, auch der inoffizielle Nachfolger Perfect Dark, den fand ich tatsächlich super. Und, ach, ich habe mir auch letztens für den PC mal tatsächlich im Sale ähm, das, das erste Rock gekauft, das, das Remaster für den PC. Es ähm, war auch so, ähm, das war auch so ein, so, ein, so ein krasser Moment. Also generell so auch die Launch-Titel. Ich weiß noch, wie ich das Ding damals bei meinem Cousin gesehen habe, da reinkam, der da hatte das Ding und dann hat er Rock gespielt und auch Star Wars Shadows of the Empire. Ähm, Ach, das hat damals so, weißt du, wenn du vom Super Nintendo kommst, dann hat das Ding so deine Rübe geschmolzen. Das war ja ein richtiger Quantensprung. Und ähm, ja, das sind so die Handvoll Spiele, die ich auf die ich sehr sehr gerne auch zurückdenke auf dem N64. Und äh, bei dir, Philipp? Bei mir war es ganz viel äh, Zelda: Ocarina of Time, was ich als Kind damals nie weiter als bis zum Wassertempel geschafft habe. Äh, für den war ich dann einfach zu doof und bin dann nicht mehr durchgekommen. Das habe ich erst vor zwei oder drei Jahren dann mal per Emulator diese nachge Schmach nachgeholt und jetzt auch mal durchgespielt. Ansonsten ganz viel Diddy Kong Racing mit meinen Brüdern gezockt. Und äh, ansonsten war noch sehr prägend Lilith Wars, was ich wirklich sehr, sehr oft durchgespielt habe. Und ähm, äh, was, was war denn jetzt das, das, das Letzte, was ich noch sagen wollte? Ja, dann war es anscheinend doch nicht so wichtig, wenn ich es schon wieder nee. vergessen habe. Nö, nee, wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht fällt es ja noch mal ein. Ähm, Turok, genau, da hatte ich noch was vergessen. Und zwar, ist das überhaupt noch spielbar heutzutage? Also ich erinnere mich ja wirklich sehr wohlig an Turok. Ich habe es auch für Playstation, glaube ich, gespielt. Ähm, aber äh, wie hält das heutzutage noch stand? Jetzt müssen wir aber mal differenzieren. Also du redest ja schon... Von, glaube ich, auch den Titeln, die gar nicht mehr von Acclaim gekommen sind. Also das letzte war ja so, so ein seelenloses Spiel, das von Disney Interactive kam, weil die Ur two rocks äh, die waren ja nur auf dem N64, beziehungsweise der erste und zweite, den gab es ja auch noch auf dem PC. Ähm ja, also du merkst halt schon, das Remaster lässt sich auf jeden Fall deutlich besser spielen. Es ist richtig flott auch. Also ist ja für heutige Verhältnisse halt gar nicht mehr so grafisch aufwendig und gerade äh, das PC Remaster ähm, hat auch kein Nebel mehr. Also N64 ist ja auch bekannt als der Nebelwerfer gewesen und das hat man natürlich halt auch ganz stark bei Turok gesehen, ähm, was natürlich auch irgendwo so ein bisschen normal war, weil die Hardware dann ja auch nicht so viel konnte. Hast du jetzt gesagt, seelenlos? <laughs> ja. Okay, also, aber du ähm, hast natürlich Aber, recht. aber, das, aber ja, ja. Es, lässt sich, es lässt sich spielen. Ich habe tatsächlich bis jetzt nur einmal irgendwie 10 Minuten mal reingezockt. Aber, ähm, okay, du merkst halt, du musst dich dran gewöhnen. So, Turok 1 hatte zum Beispiel halt kein Fadenkreuz. Das, das nervt, das haben sie auch nicht irgendwie reingepatcht oder in, ins Remaster reingemacht. Da muss man noch auf den alten Trick zurückgreifen. Wenn du bei Turok 1 die Karte, du kannst ja bei Turok 1 so eine Karte einblenden lassen, so eine Levelkarte. Und äh, der Spieler wird als gelber Pfeil. Dargestellt. Und diesen gelben Pfeil, den kannst du tatsächlich wunderbar als äh, Crosshair nutzen, um auf die Gegner zu schießen. Das funktioniert ah, heute ja. auch immer noch. <laughs> ähm, aber das ist halt einfach ein schöner, schöner Trip Down Memory Lane. Alleine auch der okay. Soundtrack. Das also ist schön. Ich, ich, kannte, früher noch den, äh, ich ja. kannte früher noch den alten äh, Trick, einfach äh, irgendeinen kleinen Punkt in die Mitte des, des Fernsehers zu kleben. Das so ein bisschen als Zielhilfe funktioniert hat. Ja, das geht auch natürlich. Ich habe, äh, du hast recht gehabt, das ist tatsächlich Turok Evolution gewesen für die PlayStation 2. Das war mein, mein erster Berührungspunkt mit Turok, wenn ich daran denke. Und das fand ich eigentlich okay, aber wenn hast du. Hast du das auch gespielt? Oder? Auf dem Gamecube habe ich, aber warte mal, okay. mal kurz gucken. Turok. Genau, gab's auf dem Gamecube, ja. Ewu. Ich kann jetzt nicht schreiben, Evolution. Ja. Wenn jetzt gerade so durfte zu schreiben, jetzt äh, Google meint, meinten sie vielleicht? Äh, doch, okay, das kam noch tatsächlich von Acclaim. Das war, glaube ich, eins der letzten Spiele von Acclaim. Ich glaube, danach kam nur noch dieses sehr, sehr schlimme BMX Triple X ja. und danach war Acclaim dann ja auch vorbei. Aber da gab es Brüste. <laughs> ähm, dieses äh, Evolution war aber auch schon schlecht. Also zumindest, ja. was die Kritik, Kritiken angeht, ich äh, habe das trotzdem gern gespielt, aber gut war es nicht. Also ich weiß, dass ich Evolution halt zumindest von. Wir hatten hier tatsächlich in unserem Kaff einen Laden gehabt, der tatsächlich Spiele verliehen hat. Also so eine Videothek, aber nur für Spiele. Und da habe ich auch damals mein Gamecube gekauft. Und da weiß ich, habe ich mir dann irgendwann übers Wochenende auch mal Turok Evolution. Ausgeliehen und da reingezockt, aber da ist auch wirklich nichts so nennenswertes bei hängen geblieben. Nee, das stimmt. Ehrlich gesagt. Ja, 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 ja. Ja. Ähm, ich sag mal so: am Ende ähm, hoffe ich natürlich, dass auch die ganzen Klassiker irgendwann bei ähm, im, im Abo von ähm, Nintendo Online landen ähm, und das dann natürlich auch fortgeführt wird. Das heißt, wenn wir dann eine neue Konsole sehen von Nintendo, dass dann diese Games auch rübergenommen werden. Das hoffe ich einfach mal, weil das wäre irgendwie mal was Positives in dem Sinne. Wir hatten es ja früher immer, dass wir die Games mehrmals kaufen mussten. Jede neue Konsole bringt neue, neue Arten der Monetarisierung von Super Mario World. Aber ähm, jetzt mit Nintendo Online hoffe ich natürlich, dass sowas auch dann eine weiter aufbauende Bibliothek ist und dann auch alle Klassiker. Ich glaube, Turok ist noch nicht dabei. Aber dass dann auch solche Spiele dann ins Abo kommen. Oder ist es schon? Nee, ist Turok ist noch nicht Teil von Nintendo Online. Also, Wave Race ist jetzt neu veröffentlicht worden, das weiß ich, aber Turok ist, glaube ich, nicht dabei, ne? Nein. Okay. Ähm, ich habe keine Switch. Ich habe keine Ahnung. Äh, okay. Ich was bin Switch-technisch auch ist. raus. Okay, alle raus. Ich, hm. sag, ich, behaupte jetzt, ich behaupte jetzt mal kurz, das nicht dabei. Ähm. Aber ansonsten werden wir es natürlich nachreichen in der nächsten Sendung. So, okay. N Nintendo 64 hast du angefangen. Dann ähm, irgendwann äh, kamst du zum Cloud Gaming. Wieso und warum und wie? Hä? Äh, ja, das war, äh, als Stadia angekündigt wurde. Ich hatte eine längere Gaming-Pause und war dann so ungefähr ein Jahr wieder drin. Hatte mir eine gebrauchte PS4 gekauft äh, und da recht viel dran gezockt. Und als dann Stadia angekündigt wurde Klang das erstmal ganz geil. Ich habe damals in Berlin gewohnt, hatte einen guten Internetzugang und weil ich aber recht viel hin und her gefahren bin, äh, zu, äh, war viel auf Achse, fand ich das eigentlich, ne, finde ich es find auch immer noch eine geile Idee, seine Spiele halt übers Internet überall mit hinnehmen zu können, weil das mit der PS4 schon ein bisschen aufwendiger ist, die immer in den Rucksack zu stopfen und dann ist der Rucksack halb voll und dann kriegst du den Scheiß, den du eigentlich für eine Woche verreisen mitnehmen willst, nicht mit. Ja. Ähm, und habe das dann halt relativ schnell äh, vorbestellt und dann mit Stadia quasi als Einstiegsdroge auch mal in eine ganze Menge der anderen Cloud-Gaming-Dienste reingeschnuppert. Shadow lange benutzt, ähm, bis ich dann halt einen eigenen PC hatte. GeForce Now ein bisschen sporadisch und jetzt halt seit ein paar Wochen intensiver X-Cloud. Okay, gerade mal geguckt. Turok ist tatsächlich nicht Teil von äh, Nintendo Online. Dafür natürlich tolle andere Games. Also Super Mario 64 ist dabei, Lilith Wars, Dr. Mario, Paper Mario, F-Zero, Pokémon Snap auch, Mario Golf zum Beispiel und so weiter. Und Majora's Mask ist auch mit dabei. Kirby 64, ne, Yoshi's Story und so weiter und so fort. Ähm, Stadia. Was war denn das erste Stadia-Game? Cyberpunk. Äh, nee, war nicht das erste. Äh, nee, was war, de was war denn das erste, was ich gespielt habe? Ähm, das waren dann, glaube ich, die Tomb Raider-Titel, weil ich die vorher noch nicht gezockt hatte und das, äh, die kamen mir ja relativ fix ins Abo rein. Zumindest die ersten beiden ja, von den dreien. Und das waren, glaube ich, so die ersten Titel, die ich ausgiebig dann auch durchgespielt habe auf Stadia. Und als Sekiro dann kam, dann äh, das. Ein paar Mal. Hast du es, äh, hast es äh, vollständig beendet? Also, ich meine, zu 100 Prozent? Nee, ich bin nicht Achievement-Hunter-mäßig unterwegs. Ich weiß nicht mal, was man tun muss, um 100 Prozent zu kriegen. Äh, ich weiß nur, dass ich es äh, auf meiner PS4 vorher einmal durchgespielt hatte und dann, als es für Stadia rauskam, dass Pflicht-Tag-1-Kauf war und da habe ich es, glaube ich, jetzt noch dreimal durchgespielt und wow. damit war es dann noch erstmal gut. Und ist das jetzt für dich erledigtes Thema Stadia oder äh, würdest du da durchaus nochmal ein Spiel dir kaufen? Ja, klar, also wenn ein Spiel für, äh, für Stadia rauskommt, was mich dann jetzt gerade auch super interessiert, dass ich es kaufen möchte, dann ist Stadia immer noch eine Plattform, die ich in Betracht ziehe, auch wenn das jetzt bei einigen mit den Patches nicht so funktioniert, wie es soll. Aber bei ganz vielen sind es ja Multiplayer-Probleme, auch dann patchmäßig Multiplayer-Probleme, die mich meistens nicht tangieren, weil ich so gut wie nichts im Multiplayer spiele. Und ich habe bislang eigentlich nur gute Erfahrungen gemacht mit den Spielen, die ich gekauft habe bei Stadia. So kommt immer noch in Betracht. Es war jetzt einfach nur für meinen Geschmack lange nichts dabei. Erst nichts, im, nichts im Sale, wo ich es gekauft hätte. Okay. Ähm, jetzt sagst du, du hast einen Gaming PC neben dir stehen, aber trotzdem, wenn ich dich nach dem, was dich in der letzten Woche am meisten bewegt hat im Bereich Videogames frage, sagst du X Cloud. Das musst du mir jetzt mal erklären. Äh, relativ simpel. Ähm, ich bin ein fürchterlich fauler Mensch und seit Cloud Gaming habe ich mich sehr an den Luxus gewöhnt. Äh, ein Handy in diesen Kishi-Controller reinzuklemmen und dann auf meinem Bett liegen zu spielen und nicht sitzen zu müssen wie ein Höhlenmensch. Deswegen habe ich die meisten Spiele, die ich jetzt für Xcloud dann gespielt habe, die habe ich dann auf meinem PC installiert, habe die auch hier gespielt, habe mich aber ganz oft dabei erwischt, dass bei Xcloud die Grafikqualität durch äh, ziemlich viele Artefakte am PC zwar nicht geil ist, aber auf so einem 5,5 äh, Zoll großen Handy. Bildschirm, den es am Ende ausfüllt, das Bild völlig fein aussieht und habe dann deswegen sehr, sehr viel im Handheld-Modus gezockt. Wie bist du jetzt darauf gekommen? Also hast du, hast du gesehen, Boah, Gamescom ist einfach voll dominiert von Game Pass und äh, äh, X-Cloud und ich teste da nochmal rein oder wie ist das Thema jetzt bei dir so aktuell geworden? Ähm, bei mir war es eigentlich eher darüber, dass ich im Game Pass jetzt halt eine Reihe an Spielen angesammelt hat, die ich gerne mal nachholen oder die ich gerne mal spielen möchte und wo sich das jetzt anbietet und ich habe dann jetzt diesen äh, Xbox Live Gold äh, Umwandelding genommen. Also ich habe irgendwo in einem äh, in, irgendwo in einem Sale gab es diese zwölf Monats-Gold-Mitgliedschaft statt für für 60 Euro, die es sonst regulär kostet, konnte man sich diese Gutscheinkarten für 45 kaufen. Also habe ich davon drei gekauft und habe dann jetzt halt für drei Jahre den Game Pass zum Spiele spielen. Wow, dass das immer noch funktioniert, ist unglaublich. Also dass man wirklich so für, für so wenig Kohle, also du kannst ja auch diese Monatskeys kaufen. Für ja. ein paar Cent. Das bedeutet, du kündigst immer den Game Pass, holst dir für ein paar Cent diese, diese blöden Monatskeys und du kannst einfach dein Abo für so unfassbar wenig Geld erweitern, dass Microsoft da nicht mehr hinterher ist. Das ist, das, das verstehe ich einfach nicht. Ja, also die, die sind aktuell einfach nur drauf aus, mehr Leute sollen Game Pass-Abonnenten sein und es ist denen aktuell noch scheißegal wie. Wie viel man überhaupt zahlt. Hauptsache man ist erstmal Abonnent, damit sie dann irgendwann mal anfangen können, den Preis zu verlangen, den sie verlangen wollen. Aber aktuell scheint das ja noch nicht so der Fall zu sein. Also statt diesen 13 Euro im Monat ist das jetzt bei mir, glaube ich, umgerechnet knapp 3 Euro. Und dafür ist das völlig fein. Ja, da, da überlege ich mir so. Also für den Backkatalog, der jetzt auf äh, im Game Pass Spielbar ist, ist es ja eigentlich okay, weil die Spiele sind ja gar nicht von diesem, von dieser Finanzierung betroffen. Die wurden ja schon vorher entwickelt. Wenn ich mir jetzt aber überlege, dass ja, wenn du es rein jetzt auf finanziell runterbrichst, viele ja einfach auch dadurch so viel Kohle sparen, in Anführungsstrichen, dass sie diese. ...Cent-Keys kaufen oder diesen, diese Tricks benutzen, um viele Jahre sich den Game Pass für wesentlich günstiger zu holen. Da überlege ich mir so, wie finanzierst du denn viele, viele Millionen teure Games auf so einer Basis? Also das Geld muss ja irgendwo herkommen. Das kommt, Microsoft sagt ja nicht auf Dauer, ähm, wir finanzieren Xbox mit unserer Kohle, die wir mit anderen Sachen machen, einfach aus gutem Willen oder weil wir Gaming lieben, sondern... Irgendwo muss ich das ja auch selber tragen und vor allem auch nicht nur sich selbst tragen, sondern auch Entwicklungen tragen. Und da frage ich mich, wie soll das denn funktionieren in Zukunft? Das ich weiß nicht, wie das zusammenpasst. Ja, also irgendwann müssen, müssen sie einfach anfangen, da restriktiver zu werden. Äh, ich weiß halt nicht, Microsoft hat ja schon häufiger auch Probleme mit der Xbox-Marke. Also ich kann mich daran erinnern, dass bei der Xbox... Äh, One auch schon äh, äh, in irgendwelchen äh, Wirtschaftsnachrichten dann durchging, dass Xbox für die total defizitär war und äh, das teilweise auf der Kippe stand, beziehungsweise Analysten überlegt haben, wird es überhaupt noch eine Xbox Series geben oder machen sie einen auf Sega und werden zu einem zu einer Storefront oder halt zu einem Publisher? Der ganz viele Studios auf sich vereint, aber keine Hardware mehr verkauft. Aber anscheinend mit der Series scheint es jetzt auch ganz gut zu laufen. Also, anscheinend haben sie sich entschieden, noch eine, zumindest wieder auf die Schiene, lange rein zu investieren, um irgendwann Profit rauszukriegen. Und ich weiß nicht, die haben ja einen Arsch voll Geld. Ich weiß nicht, auf wie langfristig die das geplant ja. haben. Oder am Ende hast du dann nur noch so runtergebrochene Games, für deren Zusatz du dann Kohle zahlst. Also quasi so eine, so eine Anfix-Version landet dann im Game Pass und du musst dir dann die, die zusätzliche oder das zusätzliche Game mit irgendeinem Expansion Pass kaufen, damit du dann wirklich das volle Erlebnis hast. Ich glaube, dass das gar nicht so fern dessen ist, wohin das Ganze führt. Also, das haben wir ja bei einigen Games gesehen, irgendwie bei, boah, wie heißt das nochmal? Äh, Team Shooter Back 4? Blatt oder so, ja. wo du, wo du, wo du te einen Teil der Kampagne im Game Pass hast, den Rest musst du dir kaufen. Also das ist ja so quasi <laughs> so 50-50 äh, getrennt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt ganz schlecht finde. Also ich meine, ich sag mal, woanders kaufst du halt das komplette Game und hast es halt. Und hier hast du halt quasi im Begriffen einen Teil des Spiels und den Rest würdest du dir dann äh, zusätzlich kaufen. Ich glaube, wenn das nur auf diese Plattform beschränkt ist und alle anderen bekommen dann zum normalen Preis die normale Version, ist es ja auch völlig legitim irgendwie. Aber wenn Spiele dann generell geteilt werden und dann nur noch durch Expansion Pass oder jetzt whatever ähm, aufgestückelt werden, dann äh, finde ich es nicht mehr so geil. Oder wenn, wenn Story-Spiele ganz verschwinden und du nur noch äh, Halo Infinite hast, wo dann am Ende dann auch noch Dinge rausgekattet werden, einfach weil, warum auch immer, das, ich meine, ist ein Zugpferd. fährt. Halo ist Xbox, das ist die Marke. Das, das gehört einfach dazu. Und die Serie haben sie so, also meiner Meinung nach zumindest, so gegen die Wand gefahren, dass es eigentlich nur noch so ein, so ein Multiplayer-Part übrig geblieben ist, den die Leute feiern, aber der Rest spielt überhaupt keine Rolle mehr. Was, was ist aus dem Halo-Universum geworden? Mann. Jetzt, jetzt, jetzt schmeißen sie auch noch den Local Core raus, den gibt jetzt auch nicht mehr. Entwicklung eingestellt, also. Boah, das, das ist wirklich richtig kacke. Also ich... War jetzt nie so der Mega-Halo-Fan. Ich hatte eine Xbox 360, ähm, als sie rauskam bei mir zu Hause. Und ich kann mich daran erinnern, ich hatte in meinem, in meinem Zimmer damals noch einen Röhrenfernseher. Das war so kurz bevor ich mir irgendwie mal einen, einen ja, okay. Flatscreen leisten konnte. Und ich habe diese Xbox an einen Röhrenfernseher angesteckt gehabt, weil der vorher da war. Und ich habe auf einem 4 zu 3 Röhrenfernseher mit einem Schulkumpel, der Halo 3 hatte und vorbeigekommen ist, diese Koop-Kampagne in 4 zu 3 auf einem Röhrenmonitor durchgespielt und es war fantastisch. Ja, also das gehört für mich auch einfach mit zu diesem Erlebnis dazu. Also ganz ehrlich, und das löst. Wo ist, wo ist der Online-Koop? Ich glaube, den kriegst du aktuell auch nur in, in der Preview. Also. Ganz kuriose Entwicklungsgeschichte. Ich würde da gerne mal eine Aufarbeitung lesen, was genau hier bei Halo Infinite falsch gelaufen ist. Aber gut. Ähm, wohin führt das Ganze? Ist das also, bevor wir jetzt in den News-Part gehen, ist das denn eine Entwicklung, die zur Outbreakisierung des Videospielmarktes äh, <laughs> führt? Captain Aldi, was ist denn da schon wieder los? Wir müssen über das Thema sprechen. Outbreak. Ich will nicht über Outbreak reden. Das macht Aua, macht Aua weh. Ich hol schon mal Popcorn. <laughs> ich hol schon mal Popcorn und Schnaps, ganz viel Schnaps und. Aber Kickstarter habe ich gehört. Weiß ich nicht, Benzin oder sowas, man sich so in die Augen machen kann und sich anzünden kann oder so. <laughs> die Kickstarter Kampagne ist gestartet und äh, ich, ich habe letztens schon mal geguckt. Chiki hat es gerade noch mal kurz vor der Aufnahme getan. Wie ist denn so der Stand? Nach, ähm, weiß ich nicht, nach, nach ein paar Tagen. Also ich glaube, am 31.08. ist es losgegangen. Aufnahmezeitpunkt 4.09. Die Hälfte hat er schon drinne. Also ja. 70.000 Dollar wollte er haben. Knapp. Und äh, die Hälfte oder knapp über die Hälfte ist schon drin. Wir haben darüber geredet, dass es ja auch, äh, oder ich glaube, wir haben zumindest darüber geredet, dass es ja auch mittlerweile einen exklusiven Stadia-Tier gibt auf Kickstarter oder zwei sogar, dass da aber halt irgendwie nur absoluter Mumpitz drin ist, weil du den Key dazu in keinem Stadia-Tier bekommst. Und ich habe, ich habe am 1. September einen Tweet gesehen von, warte mal, wie heißen die? Drop Dead, Dead Drop. Äh, von von ach von Kack Studios und ähm, da ging das dann halt auch wieder so, so ja Kickstarter Kampagne und geil 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 gib mir Geld gib mir Geld Money 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 und jemand hat dann auch drunter geschrieben und auch einfach wirklich auch nett also ich persönlich fand da jetzt nichts irgendwie auch frech oder unverschämt ähm, hat er einfach nur drunter geschrieben ich suche jetzt mal schnell den Screenshot raus habe mich äh, Chiki geschickt und meinte dann halt nur hi Dead Drop Studios I take a look at your kickstarter campaign and find there's no pledge to be able to redeem a stadia key i really don't understand since first we can redeem keys for stadia games and second stadia also have channels to distribute their games that can be used for early access thank yeah. you might have heard of that. Für alle, die kein Spanisch sprechen, der Twitter-Nutzer spricht halt wirklich einfach die zwei wichtigen Sachen an. Also der allerwichtigste Punkt ist halt, du kannst Keys auf Stadia einlösen. Da kann ich auch aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich auch schon Keys bekommen habe von Publishern zu Review-Zwecken für Stadia-Version. Und ähm, ja, es, ich habe gerade noch mal kurz vor der Aufzeichnung geschaut und äh, dieser Tweet wurde natürlich komplett ignoriert und äh, nicht beantwortet, obwohl ähm, der gute Evan von ähm, dem Studio ja eigentlich schon immer so ein bisschen da aus ist, ähm, Tweets zu beantworten. Aber es macht da tatsächlich auch den Eindruck, dass nur die netten, die tollen Tweets beantwortet werden, aber Tweets, die ein bisschen vielleicht mal Kritisch hinterfragen, warum gewisse Sachen einfach nicht gegeben sind, die werden dann komplett ignoriert. So, das zweite ist, ähm, er ist auch, also der, der, der Evan von Dead Drop Studios ist auch ein bisschen mehr auf Twitch unterwegs, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, und macht jetzt auch mal ein paar Streams die Woche. Ähm, aber er redet höchstens darüber, dass er eine Kickstarter-Kampagne hat und Geld will, ähm, zockt aber nicht seine eigenen Spiele. Außer vielleicht mal den Playable-Teaser von Shades of Horror. Ähm, aber ansonsten werden halt nur die alten Resident-Evil-Spiele gespielt. Das macht er. Mehr nicht. Und das finde ich halt auch schon so ein bisschen, weiß ich nicht. Also wenn du dann deine eigene Serie so ein bisschen pushen willst, dann setzt du dich doch vielleicht hin und zockst dann auch mal vielleicht die alten Spiele nochmal, um das ein bisschen publiker zu machen. Und so. Ähm, aber er spielt lieber Resident Evil, vielleicht weil er weiß, dass die gut sind. Ich weiß gar nicht ich weiß gar auch gar nicht, also ich weiß übrigens nicht, der diesen Tweet geschrieben hat mit einem anderen Account, sondern äh, das ist tatsächlich jemand anders gewesen. Ich weiß auch gar nicht, was schlimmer ist. Outbreak oder Talking Dogs. Also die ganze Geschichte um Talking Dogs <laughs> ist ja einfach noch, noch absurder. Und äh, also, da, ich glaube, da kann man auch einfach nochmal eine Stundensendung mitfüllen, wenn man nur über diesen Talking Dog-Scam spricht. Äh, also da wird vielleicht irgendwann mal irgendwas bei rumkommen als Spiel, in Anführungsstrichen, aber ähm, was, was der Typ da auch rausballert, das ist schon äh, sehr, sehr kurios. Aber ist natürlich noch eine andere Nummer, weil er macht halt, er macht halt irgendwie sein Ding da so. Aber das betrifft keine anderen Menschen und da ist, fließt halt nicht, fließen halt nicht tausende von Euros für irgendeinen digitalen Kram. Sondern da geht's ja, ist ja halt so sein Ego-Ding, dass er abzieht mit tausend Accounts und äh, Assets, die er sich da von anderen holt und dann behauptet es ist sein eigener, eigenes, eigene Entwicklung und fünf Games, die er da auch raushauen will, ganz in eigene Regie. Ich meine, ist ja auch in wenn da irgendwas bei rumkommt, was spielbar ist, was besser, also was auf einem Level ist, wo nicht Outbreak-Level, dann ist ja auch alles in Ordnung. Ne? Kann man ja mit leben, wenn was da rauskommt, aber naja, ich müsse mal mal, wenn es wenn, da irgendwie wann mal ein Spiel gibt, reden wir auch drüber. Und dann gucken wir uns das Game natürlich auch an. Ähm, aber ähm, Philipp, Outbreak, schon mal gehört? Ja, das habe ich auch alles schon mitbekommen und habe äh, allerdings natürlich nichts, also bislang nichts von gespielt. Ich habe mir ein bisschen auf YouTube Sachen von angeguckt, weil ich so diese Art und Weise, wie er auf Twitter um gerade bei, bei Stadia-Spielern äh, gegeiert hat, beziehungsweise auch animiert hat, damit zu machen. Und ich finde es ja wirklich, ich habe jetzt hier gerade auch nochmal das Offen, äh, seine Kickstarter-Kampagne oder deren, ich weiß gar nicht, wie groß das Studio ist, ob das äh, ein Mann. Ist oder es ist, ob das es ist es ein Ein-Mann-Studio, ein, ein er, er, er kommuniziert es immer so nach außen, wir, 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 aber das ist eigentlich nur er und ähm, er hat so Kleinigkeiten an, an Assets, die er halt quasi outsourced dann an Freelancer, ähm, aber eigentlich macht er das alles zu größtenteils Teils äh, einer prozentualen Angabe äh, alleine. Okay ja weil also ich habe auch mal bei Metacritic geguckt von den Spielen die gerated sind ist das bestgerateste mit einem Metascore von 34 ähm, und wenn wenn Leute Spaß mit äh, ich bin jetzt nicht so der generell nicht so der große Horror-Gaming-Fan da gibt's Resident Evil und dann da spiele ich einen Teil von euch und dann reicht mir das in der Regel für zwei bis drei Jahre an Horror Gaming. Ähm, aber es gibt, ja eine, es gibt ja eine riesige Nische an vielen kleinen Indie-Horror-Titeln, die jetzt viele auch nicht so gut bewertet sind. Und wer damit Spaß hat, fein. Was ich aber am Kickstarter wirklich irgendwie fast ein bisschen erschreckend finde, dass das Leute so mitmachen, ist, dass 21 Leute dieses 69 Dollar Bring It to Stadia deluxe tier bezahlt haben oder bestellt haben oder sind ja einfach nur so Goodies im Wert von, weiß nicht. Okay, der CD Game Soundtrack ist vielleicht geldmäßig noch ein bisschen was wert, aber wer hört noch CDs? Äh, nächste, andere Frage. Aber aber halt einen ja. Kickstarter-Spiel zu backen, ohne ein Spiel dafür zu kriegen, finde ich, ist ein bold Move und es nötigt mir auf eine Art Respekt an, dass, ab, dass das anscheinend funktioniert. Ja, ich habe ich hab auch reingespielt, also mir wurde ja vorgeworfen, ich würde es nicht spielen und wird ja dann keine Meinungsbildung so, also ich könnte ja das dann nicht bewerten, also ich habe es gespielt tatsächlich und ist immer noch schlecht. Ähm, auch den Vorgänger gespielt und der ist auch nicht gut. Ähm, aber das, das wissen wir auch schon alles, haben wir auch schon über, über den Kram haben wir auch schon geredet. Ging jetzt eigentlich nur über diese Kickstarter-Kampagne ja. und das äh, drumherum. Ähm, aber natürlich, klar, es ist, ist irgendwie schwierig und ich, ich finde es auch weiterhin schwierig. Und wenn man so mit Leuten spricht, die ein bisschen. Ich sag mal, journalistischer unterwegs sind in äh, unserer Bubble, dann reden die auch unter, hinter vorgehaltener Hand so darüber und finden das doof. Das Ding ist so: die allgemeine Rezeption von vielen äh, Influencern innerhalb der Bubble ist halt relativ positiv, weil die pushen halt das Bring It to Stadia. Mhm. Ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern das sinnig ist. Also, wir sehen ja auch andere dieses 6 was jetzt äh, veröffentlicht wurde, ist ja auch kein gutes Spiel. Ähm, trotzdem feiern das einige. Das ne? also ist ja so ein bisschen Tron-like, aber wirklich Substanz ist da ja auch nicht hinter. Ist jetzt ein Stadia Pro Spiel geworden. Ist halt so die Frage, wohin jetzt das Abo will. Ne? Also wollen wir vielleicht mehr von diesen, in Anführungsstrichen, der Shovelware oder äh, Trash-Games im Abo sehen. Ähm, wo, wo, wo führt da die Reise hin? Ähm, natürlich, wenn machst du machst in den PlayStation Store auf, hast du auch wirklich unfassbar viele Kackspiele da drin. Ähm, und das ist natürlich auch nicht cool. Also, vielleicht ein bisschen mehr Firewall in den Stores wäre gar nicht so äh, verkehrt. Und, aber andererseits denkst du dir auch, ja, wenn sich jemand kreativ ausleben möchte und es eine Kundschaft gibt dafür, warum halt auch nicht? Ne? Nur ich weiß nicht, wo dann wo wir dann die Grenze ziehen zum, ist das jetzt schon Betrug oder ist das einfach nur schäbig? Ja, sch schwierig. Also ich finde das jetzt generell, also 36 habe ich nicht angespielt und habe ich mir ehrlich gesagt auch nichts dazu angeguckt. Ähm, ich finde das an sich jetzt erstmal nicht schlimm, dass halt auch vielleicht von der Kritik oder halt dann auch im generellen äh, Spielerverständnis, äh, die äh, Spiele rauskommen, die jetzt nicht so super gut ankommen, die dann, wenn das so sieben oder halt sechs oder auch mal eine fünf von zehn, wenn wir jetzt so in diesen Zehnerwertungen sprechen, ist, dann sind das ja Spiele, die zumindest noch ihre, noch, noch Leute finden, die damit Spaß haben können. Was ich bei Stadia für meinen Geschmack so äh, halt ein bisschen hat, ist, dass viele von den Spielen, die rauskommen, halt sich so in diesem Bereich bewegen. Also du hast auf den anderen Plattformen auch unfassbar viel, noch viel, also wirklich schlimmen Schund, den, bei Stadia, den ich bei Stadia wesentlich weniger finde. Aber ich finde, es fehlt der Plattform so ein bisschen an, an Fleisch, an, an so diesem... Prozentualen Verhältnis an Spielen, die halt weitergehen als höchstens ganz nett zu sein, sondern wirklich gut ja. sind. Und einen Store verträgt so Spiele, die, die ganz nett sind, äh, weil dann findet es seine Nische mit Leuten, die damit Spaß haben können. Aber es braucht auf jeden Fall eigentlich mehr Spiele, die wirklich gut sind. Also, äh, ja, die man halt so mehr als, ja, nimmt man mal so, vielleicht spielt man mal rein, wenn man gerade nicht wirklich was anderes zu spielen hat. Ja, schauen wir mal. Also, ich sag mal, das Jahr ist ja noch nicht rum und ein paar Spiele müssen ja noch veröffentlicht werden, bis wir die 100 Games äh, erreicht haben auf Stadia. Deswegen sind wir mal gespannt, was da noch so kommt. Aber vielleicht noch zum Abschluss des Partes: ähm, Was ist denn jetzt aktuell dein absolutes Lieblingsgame, das du auf Xcloud spielst? Ähm, das war jetzt halt bis diese Woche äh, Gears 5. Da habe ich jetzt die Kampagne beendet. Was ich aber sehr, sehr geil finde, ist Gears Tactics. Ähm, und ich habe jetzt einige Gears auf Vorteile gespielt und ich muss sagen, ich finde diesen stumpfen Balleransatz geil, aber Gears Tactics ist einfach das beste Gears. Punkt. Was ist das denn? Ist das ein Strategiespiel? Das ist ein XCOM-like. Ähm, und zwar, man hat. Eine, ja man hat eine Story Kampagne ähm, eines eines Trupps und dann spielt, wird man xcom mäßig Rundenbasiert mit seinem Vierer Team auf die Map geschmissen und spielt das dann quasi Rundenbasiert so ein bisschen wie ein skirmisher Tabletop ähm, die ich äh, früher als Kind sehr 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 lange betrieben habe wo man händisch seine Miniaturen zusammenbaut die dann anmalt und dann Entweder mit ganz vielen großen Schlachten im rundenbasierten Strategiespielen spielt oder eben halt seine Einzelfiguren äh, über das Brett äh, über selbstgebaute Spielflächen schiebt und das ist quasi die Videospielvariante davon und das fand ich bei XCOM schon geil ich bin kein großer Maus und Tastatur Fan weil ich mir äh, immer alles für, meine Linke, für meinen Linkshänder-Modus, dass meine Maus auf der linken Seite liegt, okay. völlig umbauen muss. Und da bin ich immer zu faul zu. Das heißt, so sobald ein Controller geht, nehme ich den. Und da hatte ich bei XCOM 2, was ich jetzt äh, eine Weile gespielt habe, auf dem PC halt einen Bug, dass mein Controller völlig falsch gemappt war und ich ihn nicht umbauen, also remappen konnte. Und deswegen habe ich dann einfach Gears Tactics angeschmissen, weil das äh, auch auf der Xbox funktioniert und das über Xcloud gespielt und es ist wirklich fantastisch. Es ist, hat einen guten Schwierigkeitsgrad, den man sich auch schön schwerer oder leichter stellen kann, je nachdem, wie man es braucht. Und ich stehe auf diese rundenbasierten Strategie-Games einfach generell. Ja, spannender Tipp, hört man auch nicht so häufig. Nicht schlecht. Also, ich habe alle Giersteile gespielt, das noch nicht. Dann äh, muss ich da auf jeden Fall mal reinstuppern. Vielen Dank dafür. Ähm, Captain, wie sieht's aus? Wollen wir ein bisschen, bisschen über News sprechen? Womit wollen ja, wir ich anfangen? Ich mal am Glücksrad hier rum, und dann gucken wir mal, über welches Thema wir als erstes sprechen. Und dieses Thema ist GeForce Now. Geil, hauen wir direkt den Donnerstag raus. Wir hauen den Donnerstag raus. Neue Spiele, neues Glück am vergangenen Donnerstag bei GeForce Now. Ihr könnt ab sofort spielen. Call of the Wild, The Angler, ein New Release auf Steam und im Epic Game Store. Wir haben den Formel 1 Manager 2022, ein New Release im Steam und Epic Game Store. Wir haben Sketh auf Steam, wir haben Gerda, A Flame in Winter, Steam. Endlich jetzt doch mal erschienen. MythBusters The Game Crazy Experiments Simulator, ein New Release auf Steam. LEGO Brawls auf Steam. Arcade Paradise im Epic Game Store. Wir haben Dark Didy im Epic Game Store. Hotline Miami 2, Wrong Number über Steam. Und Lumencraft über Steam. Ich habe gehört, es gibt sogar äh, noch ein neues Update für die App und das bringt 5.1 und 7.1 Sound ähm, als Wahloption. Plus, da sind noch ein paar September-Spiele. Hast du die Liste gerade äh, parat? Also ich hätte die Liste parat, ja. Ja, Was, was, was erwartet uns denn noch so im September? So, offiziell angekündigt für den September sind folgende Spiele: Steel Rising, Steam und Epic, Broken Pieces, Steam, Isonzo, Steam und Epic, Little Off Voice, Steam und Epic, Cube 10th Anniversary auf Steam, Metal, Hellsinger auf Steam, Stones Keeper, Steam, SBK22, Steam, Construction Simulator auf Steam, Solace. Solstice. Solstice. Auf Steam. The Legend of Heroes Trails from Zero. Auf Steam. Und Epic Game Store. Brewmaster. Der Beer Brewing Simulator. Auf Steam. Dann haben wir noch Jagged Alliance Rage. Auf Steam. Weeble. Auf Steam. Animal Shelter. Auf Steam. River City Saga. Three Kingdoms. Auf Steam. Und Ground Branch. Auf Steam. Wow. Boah, das ist aber echt eine, eine dicke Liste. Also ähm, ich weiß gar nicht. Ähm, also F1 Manager finde ich irgendwie ganz spannend. Ähm, dann, äh, ich glaube, MüsBusters the Game sollte schon mal erscheinen. Da gab es Probleme, aber jetzt äh, ist es dann tatsächlich äh, gekommen. Ja, wir ah, hatten da schon mal, ich glaube, ja. jetzt lügen vor zwei Monaten haben ja, wir also ja. schon mal drüber gesprochen. Ja. Das stimmt. Aber einige haben es vermisst. Jetzt ist es da. Ähm, Hotline Miami mit weißen Klassiker, also sollte man auf jeden Fall gespielt haben. Arcade Paradise, das feiern so viele, also dass es dann äh, ein Release of GeForce Now gab, äh, ziemlich cool. Was ich äh, witzig fand, ist Call of the Wild, The Angler. <laughs> ähm, ja. ja, ist quasi dieses, dieses ähm, Hunting-Spiel, was es ja auch gibt. Ähm, jetzt aber als nur Angler-Version, da frage ich mich, warum kannst du nicht beides geben? Du hast diesen Hunting Simulator und dann halt auch noch Angler dabei, aber okay. Sah irgendwie auch ganz witzig aus. Und ich weiß gar nicht, Jacket Alliance, ist das ein großes, großer Neuveröffentlichung, das Rage? Das ist vielleicht noch ganz interessant. Der Bierbrausimulator auf jeden Fall auch, kommt Ende des Monats. Vielleicht gucken wir da ja mal rein. Ähm, Vor wem ist das eigentlich? Das ist aber nicht von Eve, oder? Von welchem Studio ist ein Brewmaster? Brew Müssen wir mal eben nachgucken. Brewmaster, Bier, Brew Brewing Simulator, weil. Vielleicht können, wir da ja, vielleicht können wir da ja was abstauben, wenn wir den Eve ganz lieb fragen, wenn das von ihm sein sollte. Nee, okay, ist von jemand anders. Aber sieht auch witzig aus. Sieht richtig cool aus, das Spiel. Bin ich sehr gespannt. Das müssen, müssen wir hier mal, glaube ich, äh, zusammenspielen und dann brauen wir hier unser perfektes Bier. Und was ist hier noch? Cube kenne ich auch nicht. Sagt mir auch nichts. SBK, das glaube ich, ein Motorrad-Game. Motorradrennen. Legend of Heroes, das sollte bekannt sein. Ja. Riesig die Liste. Bin sehr gespannt, was noch zusätzlich dazu kommt. Irgendwas für dich dabei, Philipp? Ich habe mir gerade den Trailer von Cube aufgemacht, äh, weil das sagte mir irgendwas, aber ich, äh, ich kenne es, glaube ich, auch nicht. Und das ist. Äh, sieht ganz interessant aus. Das ist so ein Puzzle-Game. Ähm, was ich. Was so ein bisschen äh, Portal-esque aussieht, also First-Person-Puzzler mit, äh, mit verschiedenen Räumen und ähm, scheint so Geometrierätsel zu sein, die man da lösen muss. Hatte ich nicht auf dem Schirm, aber das, äh, das klang jetzt, das sieht interessant aus. Ich glaube, wenn, ja. wenn ich da mal zu komme, das werde ich mir angucken. Vor allem natürlich auch äh, Day-and-Day-Releases Releases dabei. Ja, also sind auf jeden Fall äh, am Rocken aktuell und zumindest gibt es immer auch ähm, viele Updates. Gut, ja, das äh, für GeForce Now. Ich habe sonst nichts für GeForce Now. Sonst noch jemand was? Ja? Nee. Okay. Nee. Dann cool, cool. drehen wir am Rad und äh, suchen uns das nächste Thema. Und dieses ist Twitchy Endstream. Endstream, sehr schön. Da ist nämlich ein bisschen was Neues äh, dabei. Und zwar, so, wir scrollen einmal durch die App. So, neu dabei ist Desert Falcon. Und Desert Falcon, das sieht, ja, hat so ein bisschen was tatsächlich von... Ähm, ja, kann man es mit Desert Strike vergleichen ja, so ein bisschen, aber grafisch natürlich nicht, aber zumindest äh, so vom vom Feeling des Gameplays her ist aber natürlich schon ein bisschen älter, nämlich von 1987 ist ein Atari 7800 Spiel. Sieht spannend aus auf jeden Fall. Dann neu Real Sports Zocker und hier müsst ihr ganz stark sein, denn dieses Spiel ist von 1900 82 ist auch ein Atari Release, aber vom Atari 2600. Und da wird es natürlich sehr, sehr, sehr nostalgisch. Es ist ein drei vs 3 Spiel und aber mit Endstream ihr könnt zumindest mal reingucken, zumindest mal reingucken, was ist denn damals so 1982 cool im Multiplayer gewesen, wenn ihr vor der Kiste gesessen habt. Soul 2 gibt es auch noch neu. Und das ist der berühmte Zool-Ninja. Und äh, Captain, was hast du mir vorhin vorgesungen? There is no God. There's only Zool. Ich bin auch sehr enttäuscht, dass es das nichts mit Ghostbusters zu tun hat. Also äh, weiter ja. geht's. <lacht> <lacht> okay, aber Zool auf jeden Fall, auch in meiner Erinnerung, ein cooles Spiel. Habe ich auf dem Mega Drive gezockt und äh, hier bekommt ihr dann Zul 2 im Service. Dann haben wir noch Last Mission. Und Last Mission ist ein Data East Spiel. Das ist ähm, von 1986. Und das sagt mir absolut nichts, aber es scheint, als würdet ihr hier mit einem Raumschiff herumfliegen und ähm, Dinge abschießen. Ich kenne das Spiel nicht, aber es sieht irgendwie witzig aus. Ich glaube, Ninja Golf hatten wir schon. Das ist nämlich der. Ninja, der auch Golf spielt, und es scheint ein cooles Game zu sein, auch grafisch. 1990 ist die Veröffentlichung, ist auch ein Atari 7800 Spiel. Also Ninja Golf. Also wobei bei den fünf Titeln jetzt würde ich, glaube ich, am ehesten mal bei Zool reinschauen, denn ähm, das ist auch jetzt noch gut gealtert. Ja, soweit zu Endstream. suchen wir uns das nächste Thema. Das Rad des Glückes es dreht sich und landet bei Stadia. Endlich, endlich mal wieder Stadia <laughs> und direkt mal vorweg Atari bringt ja jetzt nicht nur regelmäßig Games, die auch im Abo landen. Nein. Sie haben auch die Minispiel Sammlung Atari Mania angekündigt. Habt ihr davon schon mal was gehört? Mhm. Äh, ich auch nicht. Nee, ich, also ich habe den Tweet gesehen, aber ich habe mich noch nicht weiter damit befasst. Aber ich hätte bei Atari eigentlich sowieso eher eine, eine Spielesammlung an Remastern oder halt an Neuauflagen der Titel in der großen Collection erwartet, äh, statt dieser Einzelgames. Aber bin gespannt. Weißt du, was das ist? Ja, das ist so eine... Ist ja noch nicht mal eine minigame Sie sagen, es ist eine Mikrogame-Sammlung. Also noch kürzer als Minigames. Und ähm, irgendwie mit 150 Herausforderungen und Boss-Battles. Und ähm, ich kann mir da absolut noch gar nichts drunter vorstellen. Wobei kann ich schon, ich habe Bilder gesehen. Also es sieht wirklich mhm. sehr, sehr, sehr ähm, fokussiert auf diese wirklich kleinen Games mit, mit Herausforderungen aus. Ähm, aber was du jetzt gerade sagtest, das hätte ich mir auch gedacht. Ich hätte wirklich mir vorgestellt, was irgendwie cooler gewesen wäre, wäre, wenn sie einen Atari Hub veröffentlicht hätten mit Spiele, die dann neu aufgelegt werden. Da Hätten sie auch diese Recharge-Reihe machen können. Dann hättest du vielleicht auch ein Season Pass Modell äh, machen können, wo du dann die ganzen Games dann quasi über deinen Pass kriegst oder, oder einen Einzelkauf. Und was ich cool, gef was ich cool fände, wäre, dass dann äh, du auch so so ein Arcade Classic kannst ja auch so einen Raum bauen oder so wie wie äh, Sega das auch manchmal gemacht hat, wo du dann äh, vielleicht auch so eine Arcade zugreifen kannst. Und dann kannst du die Arcade Klassiker spielen. Also ich glaube, da hätte man noch ein bisschen mehr kreativer sein können und das dann auch auf Stadia zu bringen. So als Atari Hub. Das hätte ich wesentlich cooler gefunden. Jetzt haben wir Einzelveröffentlichungen Jetzt haben wir hier so eine, so eine Minigame-Sammlung, die demnächst veröffentlicht wird. Ist ja auch alles irgendwie ganz fein. Es, viele Leute haben absoluten Spaß mit den Games. Und ähm, die sehen auch echt cool aus. Und ich glaube auch, dass das mit, auch, dass auch Atari Mania klappen kann. Ich glaube, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen können. Ja, also ich, ich glaube auch, also ich, ich weiß gar nicht, wie viel kostet denn so einer, einer dieser Recharge-Titel pro ja, äh, ich habe die alle im Pro. Okay. Aber ich glaube, die La Captain Fact Check, 10 Euro. Ähm, wir können mal schnell ähm, reinschauen, weil ich die tatsächlich gerade nicht habe. So, warte mal. Äh, Centipede Centipede Recharge 8,99. Okay, ja. Also, ja, sagen wir mal ein gesunder 10er, das kommt dann tatsächlich hin. Ja, klingt, klingt ja ist ja an sich vom Preis her finde ich okay für so alte Titel, die aber grafisch jetzt ja auch noch mal hübsch gemacht wurden. Aber warum es da dann keine Bundle-Versionen gibt, äh, frage mich schon. Also das wäre schon cooler, da irgendwie so ein gemeinsames Ding zu haben hier die ganzen alten Atari-Klassiker noch mal neu gemacht. Äh, Würde ich mir eher eine Bundle-Variante wünschen als äh, die Titel einzeln aber gut mhm. und das mit den Microgames hat mich jetzt ein bisschen an die Wario wert titel erinnert ja die immer so eine lustige halbe Stunde waren aber Nintendo wollte dafür ja auch unglaublich viel Geld meistens dafür dass sich der Gag dann doch schnell auserzählt da kommt es dann halt auf den Preis drauf an so irgendeiner äh, hier Saints Row am Spielen von euch beiden nein Nein, okay, nee, das war sehr nicht. energisch. Also nicht mal, als die Reihe noch als, äh, als gut äh, einen Ruf hatte, als gut, äh, hatte mich das großartig interessiert und äh, das jetzt dann dementsprechend auch nicht. Okay, Captain, du bist da sofort reingesprungen. Was ist los mit dir? Ja, auf der einen Seite ähm, wieder das alte leidige Themaspiel halt unfertig raushauen. Also man hat ja auch schon gelesen, so, ja, aber nach dem ersten Patch ist es ja doch besser geworden. So, ja, aber dann bring es doch gleich richtig raus. Also ja. gerade wenn man es schon halt ein halbes Jahr nach hinten verschiebt. Davon mal abgesehen. Stadia-Versionen scheinen auch ordentlich Probleme zu machen. Ähm, man bleibt wohl im Ladebildschirm hängen und es benötigt unter Umständen einen Workaround, um irgendwie dann doch an das Spiel ranzukommen. Und das finde ich halt auch schon wieder alles ein bisschen uncharmant. Also das Ganze hat, das, das habe ich ja letzte Woche auch schon gesagt, so dieses ganze GTA-Trilogie-Definitive Edition-Debakel. Ähm und ja, weiß ich nicht. Dann, dann schockt mich das auch nicht mal ansatzweise in Betracht zu ziehen, das Spiel zu spielen. Ja, gut, dass du es das sagst, denn Workaround ist hier das Thema. Also falls ihr den Ladeloop-Bug haben solltet, dann äh, stellt das Spiel auf Englisch und dann funktioniert es zumindest so lange, bis ein Patch veröffentlicht worden ist, der auch dieses Problem hier auf Stadia löst. Und auch äh, wir waren betroffen. Wir haben es in Koop gespielt. Und das war jetzt kein Ladeloop, also wie, wie er hier der Fall ist, sondern ähm, also zum einen, entweder ist die, die Spielfigur meines Co-Partners nackt gewesen die ganze Zeit, was schon, was, was irgendwie noch lustig war als Bug. Aber dann ähm, hatten wir ein paar Mal das Problem, dass die Mission einfach nicht weiter getriggert ist. Also für mich schon. Also ich konnte dann auch Gegner sehen und. Aber dann auf einmal standen die Gegner einfach nur irgendwo und warteten darauf, dass das Spiel sagt: Okay, die Action geht los. <laughs> aber das hat überhaupt gar nicht ausgelöst. Ähm und Aber das Schlimmste war eigentlich, dass wir einen kompletten ähm, Progress-Stop drin hatten, als ähm, wir eine Mission angefangen haben. Ungefähr ab der Mitte kommt, ein, kommt ein, äh, so, ein, so ein Ladebildschirm, theoretisch, weil dann irgendwie ein, eine Sequenz kommt. Also. Gehen wir immer diesen Step in diesen Ladebildschirm rein und dann war es das. Also, dann haben wir auch einen Ladeloop, einen unendlichen. Der löst sich auch nicht, außer einer von beiden geht aus dem Spiel raus. Also, im Singleplayer könnten wir das dann weiterspielen, aber im Koop nicht. Und das ist nur an dieser Stelle, das ist so unfassbar übel, einfach nicht dann weiterspielen zu können im Koop, weil da der Ladebildschirm sich nicht auflöst mit dem Koop-Partner. Also, total Banane. Und Epic Store bzw. PC Vision hat ja schon noch eine höhere Patch-Version als zum Beispiel auf Stadia ist. Soweit ich das jetzt aktuellen Stand jetzt überblickt habe vor ein paar Tagen. Ich habe jetzt nicht nochmal reingeguckt, aber vor ein paar Tagen war das so. Und sie haben zumindest angekündigt, dass ein weiterer Hotfix in Arbeit ist. Also ich hoffe, dass in ähm, dieser Woche, nächster Woche dann äh, auch ein neuer Patch nochmal ausgerollt wird. Das ist echt nötig. Also es gibt lustige Bugs. Aber es hört einfach da auf, wo Missionen nicht mehr funktionieren. Das ist für mich ein No-Go. Also, wenn Gegenstände durch die Gegend fliegen, der Partner nackt ist von mir aus, ist okay. Aber wenn Missionen nicht weitergehen, ist das frech. Und das darf nicht passieren. Das kann nicht. Wie kann das sein? Das ist so ein Standard-Ding, ey. Das ist eine der ersten Missionen. Wir haben keine ungewöhnliche Hardware-Konfiguration. Das ist einfach nur ein Korb. Und das funktioniert schon nicht. Das ist die vierte Mission. Also, weiß ich nicht, schwierig. Ich, da, da, vielleicht hat es ja auch vorher funktioniert. Auf der Stadia-Version scheint diese Mission zu funktionieren. Warum ist das hier kaputt gepatcht sogar? Also, weiß nicht. Wurde da nicht genug Geld gemacht, dass man da nochmal hätte die Kräfte zusammenziehen können, um das gut zu machen? Also, ja, definitiv beim Captain, wenn das schon verzögert ist, dann muss das auch. Gut auf den Markt geworfen werden, gerade zum Vollpreis. Also, es ärgert mich schon ein bisschen. Gut, aber wir wollen uns ja nicht nur aufregen. Also, können wir uns schon, aber wir wollen uns ja nicht nur aufregen. Und wir haben bestimmt alle eine Meinung zu den aktuellen Stadia Pro Spielen. Also, gehe ich mal ganz stark von aus. Captain, was sagst du denn zu den aktuellen Stadia Pro Spielen? Sie ah, sind live. Auf jeden Fall. Also, die könnt ihr könnt euch holen, falls ihr es noch nicht getan habt. Auf jeden Fall. So, wir haben auf jeden Fall das äh, Try Six Infinite mit da drin. Ähm, da hat Cheeky ja schon ein paar Worte zu verloren. Wir haben Overcooked All You Can Eat mit dabei. Das ist ja eigentlich auch ein Klassiker. Ähm, Im couch Co-op leider nur spielbar, also kein, kein Online-Multiplayer. Ähm, dann haben wir noch PJ Mask, die pyjama hell mit Heroes of the Night für die Kiddies unter uns. Und Spirit Farer in der Farewell, fairere, in the farewell <laughs> ja. Edition, und ich glaube, da hattest du letzte Woche auch schon mal so deinen dein, äh, Tipp für ausgesprochen für das Spiel. Ja, ich finde das mega gut. Also von den ganzen Spielen, also vielleicht nochmal kurz zu Overcooked. Overcooked, ähm, die All You Can Eat Edition sind, das wusste ich auch nicht, aber weiß ich ja mittlerweile, dass es beide Spiele zusammen in einem Paket sind. Das ist nicht nur die erste, also Overcooked 1, sondern es sind beide Games. Und die haben zwar einen Online-Modus, aber spielt keiner. Also du findest niemanden. Also bleibt es dann beim Code-Koop. Und es gibt auch kein Crossplay und äh, Cross-Plattform-Multiplayer und der Entwickler Team 17 hat schon gesagt: Nee, gib leider nicht. Also heißt, es bleibt dann bei einem, ja, entweder findet, habt ihr Freunde, könnt es dann zusammenspielen, online, oder halt äh, zu Hause auf der Couch. Aber es ist trotzdem ein tolles Game. Ist halt nur schade, dass es äh, nicht äh, online auch mit äh, Strangern wirklich gut funktioniert. Das ist dann wieder nur frustig. Aber Spiritfarer ist wirklich ein fantastisches Spiel. Habt ihr jetzt auch nochmal neu angefangen. Und das ist super. Also, ihr seid halt, ähm... Ja, ihr sammelt, ihr ba baut so ein Schiff auf, seid unterwegs und sammelt, ähm, Seelen auf und erfüllt Aufgaben und baut dieses Schiff immer größer und macht es besser und erlebt eine tolle und fantastische Story, die ich nicht spoilern möchte. Ich finde das Spiel toll und es ist schön auch mal so ein, einfach nur ein paar Minuten damit zu verbringen, also man kann auch nur ein paar Minuten damit zu verbringen oder eine, eine Badesession zum Beispiel. Ähm, wirklich Daumen hoch dafür. Das, die Atari-Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt nicht so mein Geschmack. Ist cool, dass sie auch mit drin sind, klar. Natürlich, ich, wir kennen viele in der Community, feiern das. Die feuern sich gegenseitig an mit neuen Highscores, super. Äh, dafür ist das echt perfekt. Äh, natürlich auch PG Masks hier für äh, das jüngere Publikum. Auch das kommt natürlich in, bei den Deadians äh, sehr gut an. Und ich glaube, so alles in allem ist es eine okaye, ein okayer Monat. 36, ähm, ich habe das ist wirklich nicht so gut, ähm, aber es ist halt mit dabei und ich glaube, ähm, ja, wenn ihr Spaß an sowas habt, dann ist ja auch alles gut. Ich will das, will ich auch gar nicht kritisieren. Also, Kackspiele haben genauso für wenn es Publikum da ist, eine Berechtigung wie alles andere ist alles gut. Philipp, was sagst du denn zu den Spielen? Also, dass das, das Overguckt. All You Can Eat 1 und 2 ist, wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das ist auch an mir vorbeigegangen. Das finde ich ist schon, ist schon cool als Game. Und mich persönlich würde es da zum Beispiel jetzt auch nicht stören, dass online mit Randos nicht gut funktioniert, weil das ist ein Spiel, was mir persönlich nur dann Spaß macht, wenn ich das mit Leuten zusammen auf einer Couch mache, damit ich sie schlagen kann, wenn sie gewinnen. Und ähm, <laughs> ja. so wie ich, so gut wie ich in Videospielen bin, werde ich sehr oft schlagen müssen. Ähm, aber das ist dann lustig. Ähnlich wie Mario Kart, wo ich auch immer noch auf den Sack kriege, aber macht halt im Couchkorb, also im Couch-Multiplayer dann doch irgendwie Bock. Ähm, Spirit Farer habe ich auch noch, hab ich noch nicht gespielt, habe aber ganz, ganz viel Tolles drüber gehört. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist das auch im Game Pass. Also müsste ich mir das auch mal äh, auf die Liste der Spiele, die ich aus dem Game Pass benutzen, äh, mal spielen will, mit draufschaufeln. Weil das sieht wirklich super entspannt aus. Und wenn es, wenn es denn dann noch cloudfähig bei xCloud wäre, was ich gerade nicht im Kopf habe, dann sieht das nach einem Game aus, was schon sehr viel Spaß auf, äh, im Handheld-Modus machen könnte. Wenn es eine gute Controller-Steuerung ja. hat, das weiß ich nicht. Ähm, Spirit Pharah? Ja. Äh, ja. Ist okay. Gut, im, also für, uh, Kishi Approved. Okay. Alles, was ich bisher, also wenn ich mir Sachen vorhin angeguckt habe, sah das, äh, haben es viele mit Maus gespielt. Okay. Äh, Maus und Tastatur. Nee. Äh, deswegen war ich mir nicht sicher. Aber wenn das Kishi Approved ist, dann ja. ist das sowas von auf der Liste. Captain, ein bisschen overcooked, so wir beide, du, ich und äh, ein bisschen Prügel und Schimpfen? Ja, das klingt, klingt schon mal nicht schlecht, das kann man mal im Auge behalten. Ja. Dein Favorit? Dein Favorit bei den Games? Ähm, tatsächlich glaube ich, also das, was du schon gesagt hast. Ähm, ach, wo habe ich das denn jetzt? Ähm, Spirit Fahrer und klar, overcook dann im Koop. Das äh, klingt doch schon sehr gut. Okay, ich habe noch eine Kleinigkeit und zwar ähm, es gibt einen neuen Dead by Daylight äh, DLC und Dead by Daylight gibt es natürlich auch nicht ohne den Dead by Donnerstag neu auf dem Cloud Play. YouTube-Kanal, der neu gestartet ist, mit ganz vielen tollen Videos. Der Captain ist auch mit dabei, der hat auch schon äh, coolen Content noch vorbereitet und auch schon veröffentlicht. Da auf jeden Fall mal reinschauen. Alle Links und Infos findet ihr natürlich auch auf cloudplay.show. Ist wesentlich einfacher, als würde ich euch jetzt YouTube-URL sagen, denn da wir noch äh, neu sind und noch nicht genug Follower, also gerne auch ein Abo dalassen, haben wir noch keine. Einzigartige URL dafür, aber unter cloudplay.show findet ihr auch alles verlinkt. Also neues Dead by Daylight und Dead by Donnerstag gibt es dann ab 20 Uhr diesen Donnerstag. Da spielen wir dann mit euch zusammen. Und ihr könntet auch das neue Pro Project W Kapitel starten. Das ist nämlich ein neuer Resident Evil DLC. Und ihr bekommt hier den Killer Albert Wesker. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und die beiden Überlebenden, Ada Wong und Rebecca Chambers. Was für ein geiler DLC ist das denn bitte für Dead by Daylight? Kostet 11,99 Euro, verfügbar im Stadia Store. Äh, wow, also das äh, finde ich ziemlich cool. Die Karte sieht auch super aus. Ähm, 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 Captain Philip, wie sieht's aus? Dead by Daylight, irgendwas für euch oder nicht so? Nee, also ich bin, ich bin eigentlich fast zu also eigentlich fast hundertprozentig eher Singleplayer oder dann halt man mit Freunden, was Couch-Multiplayer hat. Äh, alles, was so Online-Multiplayer ist, da verliere ich immer nur und dann bin ich traurig und dann spiele ich das nicht mehr weiter. <laughs> okay, captain was will mit dir? Dead by Daylight. Ich habe mal, hab mal irgendwann kurz mal reingezockt. Ähm, ich, ich, irgendwie bin ich da nicht warm geworden, weil es halt auch wieder so ein Spiel ist, da muss man sich auch schon dann ein paar Sessions halt auch hinterklemmen und auch das dahinter verstehen wollen und ja. mögen. Und ähm, da muss man sich reinfuchsen, damit es funktioniert. Mhm. Und da hatte ich bis jetzt noch nie so äh, die Muße oder halt auch die Geduld zu gehabt. Okay, nächstes Thema. Oder hast du noch was äh, für Stadia? Oder jemand ja. anders? Ich muss noch eine Sache äh, nachtragen, ich habe es jetzt mal kurz nachgeguckt. Spirit ist leider doch nicht im Game Pass drin. Das heißt, ich muss mir doch mal mein Pro-Abo okay. erneuern oder mir das Spiel mal kaufen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich. Also ich glaube, ähm, wenn man jetzt das Game nicht kauft oder so und dann ja. sagt, äh, dafür Stadia Pro, ist ein wirklich tolles Spiel. Also wirklich eine Empfehlung für das Game. Äh, visuell, ja. storytechnisch. Also eigentlich macht es süchtig. Ja, also ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. So, hast du noch was für Stadia, Captain? Nichts Nennenswertes, so das haben wir schon alles besprochen. Okay, weitermachen. Ich drehe am Rad und es, bleibt noch, es bleiben noch zwei Themen übrig und das erste, über das wir sprechen werden, ist ganz knapp die PlayStation. Ja, also natürlich unsere äh, wöchentliche Nachricht, dass natürlich, natürlich die PC-App nicht mit den aktuellsten PlayStation Plus-Spielen aktualisiert wurde. Also ist immer noch alles wie vor äh, der Zusammenlegung äh, PlayStation Now und PlayStation Plus. Schade, ne? also weiterhin natürlich schade. Ähm, dafür gibt es eine neue Neu Ankündigung für alle, die eine Konsole haben, nämlich die neuesten äh, PlayStation Plus-Spiele sind angekündigt worden und natürlich, wenn ihr das Glück habt, eine Konsole zu haben, eine Playstation 4 oder Playstation 5, könnt ihr den Kram auch streamen und äh, mit dabei wird sein im September und ähm, das finde ich wirklich krass oder was heißt krass, finde ich ziemlich cool äh, Need for Speed Heat ist mit dabei hier die Playstation 4 Version, also definitiv kompatibel zum Streaming, Granblue Fantasy und äh, Toem ToMF Photo Adventure. Das sieht ziemlich interessant aus. Außerdem noch zusätzlich und das äh, ist eigentlich noch viel krasser: Desloop kommt in den Spielekatalog. Wow, da kommt nicht nur Desloop, aber äh, das finde ich allein schon cool. Ich muss mir nicht kaufen, um es dann spielen zu können. Und Watch Dogs 2, auch neu im Ubisoft Classic-Katalog. Assassin's Creed Origins kommt. Dragon Ball Xenoverse 2. Ähm, Chikori unter anderem auch mit dabei. Und noch viele, viele andere Spiele. Ich muss mal eben runterscrollen, weil es einfach so viele sind. Ähm, so. Oh, und auch Spiritfarer ist übrigens auch mit dabei. Also wenn ihr... PlayStation Plus Abo habt, dann könnt ihr auch Spiritfahrer dort spielen im Abo. Chickory ist, hatte ich ja gerade schon gesagt, der Colorful Tale. Keine Ahnung, was ich mir darunter vorstellen kann. Es sieht irgendwie ziemlich cool aus. Ich sehe auf dem Bild einen, einen, einen süß gezeichneten Hund, der ein buntes Bild malt und es soll ein Top-Down-Adventure sein in einem Malbuch. Und man kann dort selber malen. Ich finde das irgendwie jetzt mal ganz spannend, ohne zu wissen, was es ist. Ähm, Monster Energy Supercross Official Video Game 5, also des, äh, äh, Version 5 des schlechten Monster Energy Supercross, ist dann auch verfügbar. Alex Kid in Miracle World DX. Rabbit's Invasion, the interactive TV Show, kommt. Rayman Legends kommt. Stot Scott. Pilgrim vs. The World, das alles noch aus ähm, dem Ubisoft Classic-Katalog. Ähm, zusätzlich für alle Premium-Kunden gibt es ein paar neue Klassiker. Endlich gibt es ein paar neue Klassiker. Und zwar Siphon Filter 2, Teil 1 haben wir schon. Siphon Filter 2 mit zusätzlichen ähm, Grafik-Features aufgewertet und Rückspulen. Zurückspulen könnt ihr auch, ihr könnt äh, Quick Save machen und ein paar Videofilter haben sie auch mit reingeballert, also ziemlich cool. Dann die Sly Collection. Die Sly Collection, das sind alle drei Spiele, nämlich Sly Cooper, Sly 2 und Sly 3. Und das Ganze für PlayStation 3. Dann gibt es noch Sly Cooper Thieves in Time, auch für PlayStation 3. Bentleys Hack Pack, PlayStation 3 Version. Toy Story 3, das ist eine PSP-Version. Und Kingdom of Paradise. Das ist auch ein PSP-Spiel neu für alle Premium-Kunden. Also echt ein dickes Paket geschnürt hier. Ich würde jetzt schon fast behaupten, mit Deathloop, mit Need for Speed, den ganzen Classic-Spiels, mit den Ubisoft-Klassikern auch noch obendrauf. Der beste Monat für PlayStation Plus, dem neuen PlayStation Plus-Abo und. Einfach nur mal wieder einen Schlag ins Gesicht für alle Leute, die das Ganze ein Jahr am PC streamen wollen. Und wenn ich mir diesen Katalog ansehe, dann ist das so unfassbar bescheiden, dass die nicht endlich das auf eine Kette kriegen, diese ganzen geilen Games verfügbar machen, weil es geht ja schon. Du kannst sie ja schon streamen. Es funktioniert doch schon. Ihr müsstet es nur für die PC-Leute auch freigeben. Mann, ehrlich. So viele tolle Games. So viel. Das sind alles PlayStation 4-Versionen. Da sind PlayStation 3-Versionen dabei. Alles streambar. Und es geht einfach nicht. Mann, jeden, jeden, jede Woche das gleiche. Und es ist einfach nur doof. Ha, Mensch, PlayStation. Da kann man sich auch wirklich nur drüber aufregen. Aber es gab irgendwie noch coole Nutzerstatistiken. Jetzt muss ich äh, mal eben da nochmal reingucken. Jetzt habe ich mich so sehr aufgeregt. Und. Es gab eine Präsentation, und zwar über die Nutzerbasis von PlayStation 4, PlayStation 5, die hat Sony International rausgegeben. Und ähm, da wurde unter anderem mal so gezeigt, wie viele Spiele spielen zum Beispiel die verschiedenen Regionen. Also im Vergleich hier die äh, United States, Europa, Asien und Japan. Und was glaubt ihr, wo spielen oder wie, wie viele Titel werden am meisten gespielt in pro Region? Fangt mal an, was, welche Region spielt am meisten Games im Jahr durch? Der Gast darf anfangen. Äh, durchgespielt. Ähm, wer spielt die meisten Nein, Games? Nein, das heißt durch. durch. Also, welche, wie viele Titel ähm, nicht durchgespielt, oder zwingend? Ja, egal. Also, wie viele Titel jetzt mal gestartet wurden? Also im angespielt, angespielt würde ich sagen, ist äh, die USA. Und wie viele Titel meinst du? Äh, ist das pro Woche oder pro Monat? Es ist jetzt äh, ein, ein Durchschnitt. Ein Durchschnitt im Jahr, wie viele Spiele gespielt werden von Menschen. Äh, da sage ich jetzt einfach mal 24. Okay, Captain, was ratest du? Oh, ich Welche Region? Mal. Also ich würde auch USA sagen. Ähm, Japan ist raus, weil die Konsole da nicht so stark ist. Europa, ja, weiß ich nicht. Ich würde da tatsächlich sagen eher so Amiland. Und ähm, oh, ich will sagen 50. Wow. Ähm, ich wüsste nicht, was ich rate. Ich weiß die Zahlen, ja. Deswegen... Schade, ich hätte gern mitgeraten hier, aber ähm, es ist tatsächlich die USA oder es ist natürlich die United States mit 10,7 Titel im Durchschnitt. Danach kommt Europa mit 9,6 Titeln. Danach Asien mit 8,2. Und Japan abgeschlagen mit 5,9. Aber das Witzige ist. Wir wissen auch, warum das so ist. Denn. Ähm, so, die durchschnittliche Spielzeit pro Titel ist in Japan einfach unfassbar hoch. Und zwar spielen die Japaner im Durchschnitt einen Titel für 66 Stunden. Und danach kommt die USA mit 28 Stunden auf Platz 2. Also ne, 66 Stunden versus 28 Stunden ist schon, ist schon ein Unterschied. Man die muss den Japanern aber zugute halten, dass du bei den meisten JRPGs nach 66 Stunden nicht mehr bei der Hälfte bist. Ja, das wird es wahrscheinlich sein. Ne? Und ähm, die anderen Regionen liegen auch so. Also Asien 25 Stunden und Europa bei 27 Stunden im Durchschnitt pro Titel. In Japan kauft man auch die meisten Titel Disc-only. Und die USA kauft die meisten Titel digital. Aber das ist alles ziemlich nah beieinander. Ähm, die wenigsten Discs werden hier in den United States gekauft. Aber es ist trotzdem alles relativ nah beieinander. Dann ähm, die Japaner haben auch mit Abstand. Die höchste Rate an äh, Spielen, die sie ähm, ähm, mit einer Trophäe beenden. Und im Durchschnitt haben die Japaner 17 Trophäen, die Amerikaner eine. Das ist der Durchschnitt, eine Trophäe. <laughs> Und da seht ihr ja schon, dass die Amerikaner zwar die meisten Titel anspielen, aber auch einfach nicht beenden, sondern wenn der Durchschnitt eine Trophäe ist, ist das echt. Verdammt wenig. Oder, ne, nee, das ist ein Prozent, Entschuldigung, ein Prozent, aber ist trotzdem maximal wenig. Versus 17 Prozent ähm, Japaner. Und EU liegt um sie liegt hier noch bei 7 Prozent. Also, ähm, das ist schon ein krasser Unterschied. Allerdings, bei den Platin-Trophäen, also das Spiel, das ihr zu 100 Prozent beendet, ist jemand anderes auf Platz 1. Und zwar Europa und Asien. Und auch wieder hier ganz abgeschlagen, die USA mit 1%, Japan mit 4%, aber EU und Asien liegen bei 12 bzw. 13%. Und das ist ein echt krasser Unterschied. Und ich finde die Daten mega spannend. Also zum einen, dass ähm, zwar die meisten Titel in den USA gespielt werden, aber einfach maximal wenig <laughs> Spielzeit verbraucht. Also Relativ wenig Spielzeit und relativ nur angespielt wird. Also, dass dort so Dinge wie ein Game Pass noch mehr funktionieren als jetzt vielleicht bei uns oder in anderen Regionen, kann ich auch so nachvollziehen. Aber dass die Japaner so viel Zeit mit diesen Titeln verbringen, zeigt auch nur, dass die Spiele so, so ähm, darauf zugeschnitten sind, oder? Also, gerade auch was äh, die JRPGs angeht. Coole Statistiken auf jeden Fall. Wie ist es bei euch? Spielt ihr Spiele zu Ende oder zockt ihr da nur rein? Philipp? Also, ich, äh, äh, ich spiele die meisten Spiele, wenn ich sie mir gekauft habe, spiele ich die auch durch, weil da habe ich lange ja. genug mich mit beschäftigt, um zu wissen, jo, will ich unbedingt haben. Und äh, da bin ich mir meistens auch schon sehr sicher, dass es. Äh, mein Geschmack so trifft, dass es mir auch lang genug Spaß macht, bis ich durch bin. Cyberpunk ist eine Ausnahme. Und ansonsten, durch so die Abo-Sachen und die gratis äh, Epic Games und all sowas, gibt es aber halt auch viele Spiele, wo ich mir denke, hm, hätte ich mir jetzt nicht gekauft, sieht aber interessant genug aus, um es mal auszuprobieren. Und da sind aber auch ganz viele Spiele bei, wo es halt nicht Klick macht und ich nach einer Stunde sage, nee, war interessant, aber nee. Und da gibt es. Ja, das variiert dann. Wenn ich es gekauft habe, spiele ich es fast immer durch. Beim Abo, das benutze ich durchaus, um mal Spiele anzuprobieren, um was zu finden, was ich sonst mir vielleicht nicht geholt hätte. Also ich bin vor allem auch nicht so motiviert, immer alles auf 100% zu spielen, aber ich kenne Leute, die das wirklich machen für jedes Spiel. Ähm, wie sieht es bei dir aus, Captain? Back-Katalog? Maximal hoch? Oder? Ah, also ich versuche tatsächlich halt. Also, wenn ich mir ein Spiel kaufe, das halt auch durchzuspielen. Es ähm, ist immer so ein bisschen schwierig manchmal, gerade wenn man so Richtung, wenn man so sagt, so Okay, ich habe ein Auge auf ein Spiel. Das, oh, das packe ich mal auf die Wunschliste. Bei Steam, GOG, was auch immer. Ähm, und da kommen immer ein paar Spiele mehr halt einfach zu. Und irgendwann kriegst du eine Mail, so ja, hier, Steam Sale, das und das und das ist im Angebot. Und dann kaufst du den ganzen Rotz, weil er ist halt gerade richtig günstig. Ja, und dann ist halt die Überlegung so, ah, ja, gut, wann, wann spiele ich das denn jetzt halt einfach mal? Ähm, das war eine Zeit lang schlimm. Ich habe mir super viele Spiele gekauft, also auch, damals auch für die Konsolen, und äh, die dann aber nicht wirklich gespielt und durchgespielt. Und irgendwann habe ich zu mir aber auch gesagt, so, äh, wenn du dir schon ein Spiel kaufst, dann spielst du das auch erst durch, bevor du das nächste kaufst. Das ging auch, weiß ich nicht, für ein halbes Jahr oder so gut. Und äh, dann ist der Backlog dann halt dann doch. Auch einfach wieder gewachsen. Ähm, Im Game Pass habe ich das ganz gut durchgezogen. Also im Game Pass, als ich den genutzt habe, ich pausiere ihn jetzt nur aktuell, ähm, oder sagen wir mal so, als ich den Game Pass aktiv hatte, da war das halt so, dass ich auch schon wirklich versucht habe, mich auch dran zu halten, zu sagen, ich habe jetzt dieses Spiel angefangen und das möchte ich jetzt zu Ende spielen, bevor ich die, das nächste Spiel aus, aus dem Katalog anfange, weil ich weiß nämlich genau, fange ich mit dem nächsten an, spiele das andere nicht zu Ende und ähm, habe dann My Friend Pedro gespielt, was ich sehr schön lustig fand auch, das war mal was anderes ähm, dann habe ich Jedi Fallen Order gespielt und bevor der dann quasi ausgelaufen ist, zumindest noch Yakuza Kiwami 2 durchgezogen ähm, ja und aktuell ist es ja halt einfach so, also das, das letzte Storyspiel, was ich durchgespielt habe im Frühjahr, war Cyberpunk, was ich mir mhm. im, im Epic Sale geholt habe. Und ähm, ansonsten bin ich leider, kann man das so sagen, also ich bin aktuell so einfach gepult, so lange Sessions holen mich nicht ab. Dafür ist gefühlt meine Aufmerksamkeitsspanne auch irgendwie aktuell ja, okay. nicht groß genug. Deswegen freue ich mich, wenn ich... Ähm, Entweder mal eine kurze Streife bei Police Simulator mach oder mal eben zwei, drei Runden Ready or Not spielen. So, da kommst du schnell rein, ähm, da bist du ebenso schnell auch wieder raus, da musst du keiner Story folgen und so, da musst du einfach dich jetzt nur konzentriert eben vom Rechner sitzen und dabei sein. Ähm, das ist so das, was mich halt aktuell halt tatsächlich abholen. Aber storytechnisch versuche ich wirklich halt dann mhm. auch mal ein Spiel von vorne bis hinten durchzuziehen, bevor ich mich dann an das nächste da mache. Ich merke gerade, wir müssen unbedingt mal wieder zocken. Also vor allem auch hier Police Simulator hat mir so viel Spaß gemacht. Also es ist auch ähm, Es verlässt übrigens demnächst äh, auch die Early Access Phase. Es okay. wird bald final sein. Also hast du es inzwischen durch mal wieder gespielt? Ich spiele es immer mal wieder zwischendurch. Also okay. nicht so häufig wie, oder ich habe auch nicht so viel Zeit da drin verbracht wie in, in Ready or Not. Ähm, aber doch gefühlt spätestens alle zwei Wochen schmeiße ich das Ding noch mal an und fahre eine halbe, dreiviertel Stunde einfach mal ein bisschen Streife. Und das Spiel wurde ja äh, auch auf der Gamescom präsentiert und wird auch für die aktuellen Konsolen tatsächlich rauskommen. Ich kann euch echt nur empfehlen, schaut euch das Spiel zumindest mal an. Und ich weiß nicht, ob das ein Vollpreistitel wird oder so ein 30, 40 Euro Spiel, aber für 30, 40 Euro ist es vollkommen okay. Ich glaube, bei Steam habe ich irgendwie 20 Euro bezahlt, weil es dann zumindest halt noch Early Access ist, war, was auch immer. Ähm, das war aber echt gut investierte Kohle. Ähm, ich spiele es über GeForce Now, läuft super. Mhm. Und ähm, es ist auf jeden Fall, auf jeden Fall deutlich hochwertiger. Deutlich hochwertiger als Autobahn-Polizeisimulator. Da ist jetzt auch immer der dritte Teil rausgekommen. Ähm, was man da gesehen hat, das ist schon auch ein bisschen, das ist schon ein bisschen grausig. Das ist schon fast Outbreak. Ähm, auf jeden Fall, äh, was ich sehr spannend finde, auch beim, beim Police Simulator, ist wirklich halt die Community. Ich bin da ähm, in letzter Zeit nicht so aktiv am Lesen. Aber der Discord. Von denen ist halt auch einfach super und die hören auch auf die Fans. Also wenn du ähm, konstruktives Feedback bringst, dass du sagst, oh Mensch, diese Funktion oder äh, dieses Feature im Game, das, das würde vielleicht Sinn machen, vielleicht könnte man das irgendwie mhm. implementieren. Ähm, dann tritt man da zumindest halt auch auf einer guten Art und Weise auch in den Dialog mit den Spielern, dass man sich das halt auch einfach mal anhört. Und das finde ich halt total super. Das ist ein spannender, schöner Weg. Deswegen spiel Police Simulator. Also war jetzt für mich auch keine 10 von 10. Also dafür war es sowieso Nein. schon viel zu. Ähm, ja, es ist ja sowieso noch kein finaler Release. Also da jetzt eine Bewertung abzugeben ist doof. Aber es hat es irgendwie schnell, ganz gut funktioniert. Genau, es funktioniert gut. Ich meine, klar, und das ist das, was ich ja auch gemerkt habe: es ist halt schnell monoton. Also, du, du levelst dich ja quasi hoch, um halt noch ein paar Sachen freizuschalten, ob das jetzt irgendwie neue, neue Polizeiautos sind oder neue Missionstypen, sag ich mal. Das heißt, ab einem gewissen Punkt heißt es dann, oh, jetzt sind hier aber auch Graffiti-Sprayer in der Stadt unterwegs, die kannst du verhaften. Oder ab jetzt äh, gibt es auch Drogendealer und so. Ähm, das ist schon ein bisschen witzig. Aber es wird auf der anderen Seite wirklich halt nachher schnell monoton, Deswegen ich halt auch mhm. das Spiel nachher dann doch nach ein paar Wochen fix zur Seite gelegt habe, aber trotzdem immer gerne nochmal zwischendurch dann einfach mal abtaucht. Und natürlich halt klar, wenn man es halt sagt, man zockt nochmal mit einem anderen zusammen und ist über einen Discord verbunden, weil ein Voice-Chat oder so gibt es im Spiel nicht, dann ist es natürlich halt auch noch ein bisschen was anderes und bringt dann noch ein bisschen Pep rein. Sehr schön. Ja, macht das auf jeden Fall. Guck da mal rein. Wir haben noch ein Thema Xbox und Captain, ähm, willst du da was zu sagen? Ich, ich habe ehrlich gesagt nichts für, also okay. auf, dem, auf dem Zettel. Dann ähm, habe ich drei Sachen, über die wir sprechen müssen. Das erste ist, was mich, was ich nicht wusste, was ein paar andere auch nicht wussten, aber wiederum andere wussten ist. Und worüber ich spreche, ist ganz einfach, dass ihr euren äh, Game Pass mit Ubisoft äh, Connect verbinden könnt. Und dann habt ihr einfach mal ein paar Games for free, die ihr auch bei GeForce Now spielen könnt. Wusste das einer von euch? Nein. Nein. Okay, äh. fangen wir mal an. Ich erzähle euch, was das Ganze bedeutet. Wenn ihr den <laughs> mindestens ihr PC Game Pass habt oder aber Ultimate, dann könnt ihr das Ganze mit euren Ubisoft Connect Konto verbinden. Und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr, weil ihr Ubisoft Connect nutzt, über GeForce Now folgende Spiele spielen. Und zwar Assassin's Creed Origins, Far Cry 5 for Honor mit der Erweiterung Marching Fire, ähm, Ghost Recon Wildlands, Immortals Phoenix Rising. Rainbow Six Extraction, Rainbow Six Siege und Watch Dogs 2. Also ihr müsst einfach nur auf die Webseite gamepass.ubisoft.com gehen. Dort verbindet ihr quasi euer Ubisoft Connect Konto mit euren Xbox Konto, wo ihr halt das Abo habt. Und wenn ihr euch dann bei GeForce Now bei einem dieser Spiele einloggt, nutzt ihr das Ubisoft Connect Konto. Also euer Ubisoft-Konto und könnt dann eins dieser Spiele spielen, ohne die irgendwie über den Store freizuschalten und irgendwelche anderen Hampeleien machen zu müssen. Das ist sofort hinterlegt und ihr könnt loslegen. Ich habe es getestet. Ich habe live, als wir den letzten Stream hatten am Dienstag, ähm, das ganze Konto verbunden. Dann habe ich ähm, mir Rainbow Six Extraction ausgesucht und. Hier funktioniert auch noch die Ubisoft Connect Cloud. Das heißt, alles, was ich bei Stadia erspielt hatte, war dann auch bei GeForce Now verfügbar und ich konnte einfach Rainbow Six Extraction weiterspielen. Ich wusste das gar nicht, wie einfach das vor allem ist. Einfach auf gamepass.ubisoft.com gehen, Konten verbinden, fertig. Okay, äh, nee, habe ich überhaupt nicht gewusst. Habe ich auch nicht irgendwie beworben gesehen. Ja, irgendwie äh. Aber gut zu wissen Werde ich auf jeden Fall äh, im Nachgang An die Aufzeichnung hier mal machen Ja, fand ich auch krass Captain, nochmal Game Pass äh, Abo machen und dann über GeForce Now zocken Oder das ist jui, ähnlich jui, krass, jui, ne? jui. Ja, wenn, wenn die Zeit dann da ist Diese ganzen vielen tollen Spiele zu spielen äh, Klingt das nach einem Plan auf jeden Fall so auch irgendwie kratzt hier nicht die aktuellen äh, Veröffentlichungen. Ich ähm, lese euch einfach mal vor, was aktuell auch per Cloud spielbar ist. Und viele haben es ja irgendwie gefeiert und viele feiern es immer noch. Immortality. Nicht nur gibt es dort auch Szenen, äh, die ein bisschen Nacktheit versprechen. Nein, das Spiel ist auch so ziemlich gut. Und Immortality könnt ihr jetzt auch äh, per Game Pass in der Cloud spielen. Immortals Phoenix Rising ist auch verfügbar, jetzt neu. Commandos 3 im HD Remaster, Tinykin und äh, Midnight Fight. Äh, zu Tinykin und Midnight Fight werden wir auch ein Video auf unserem neuen äh, Cloudplay äh, YouTube-Kanal sehen. Und äh, Opus Echo of Starsong ist auch neu spielbar mit der X-Cloud. Muss ich sagen, auch ein guter Monat, allein schon Commandos 3. Das HD Remaster und natürlich auch Immortals Phoenix Rising ist immer ein Community-Liebling. Und ähm, ich habe gesehen, einige spielen auch Immortality. Das sieht nach einem coolen. Ja, es ist auch so ein bisschen so ein... Wir, wir nannten früher, in den frühen Zeiten, nannten wir sowas ein Full-Motion-Video-Adventure, ein FMV-Adventure. Und ähm, ja, das sieht ziemlich spannend aus. Ähm. Hast du da schon mal reingespielt in irgendeins von den Games, Philipp? Äh, Immortality habe ich gestern runtergeladen, bin aber noch nicht dazu gekommen, mal reinzuspielen. Aber äh, der Hype hat mich auch neugierig gemacht. Äh, es, es klingt super interessant. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie ein FMV-Spiel selber gespielt. Ich habe diverse Let's Plays von verschiedenen FMV-Titeln mir angeguckt, aber. Das wäre das erste Mal, dass ich selber einen FMV-Titel spiele und nach dem, was ich bisher gehört habe, scheint es nicht die schlechteste Wahl zu sein. Und ist sowas dann wieder eine gute Werbung für den Game Pass, wenn solche Spiele direkt Day One reinkommen? Also ich finde schon. Also gerade wir hatten es ja äh, am, äh, relativ am Anfang mal drüber gesprochen, wie egal ihnen das aktuell ist, mit welchen Methoden man an hm. diesen Game Pass kommt und wie billig der aktuell zu haben ist das heißt aus consumer sicht sobald man eine xbox oder einen pc hat lohnt sich der game pass für die extrem niedrigen preise die man aktuell noch dafür zahlen muss äh, total äh, und nur für xCloud cloud könnte sich je nach person auch auch schon lohnen, wobei ich da halt finde, dass es wirklich nur auf kleinen Bildschirmen wirklich gut aussieht. Aber ähm, grafische Mängel sind bei Xcloud, finde ich, eher so, sind halt das Hauptproblem. Spielen tut sich das zumindest äh, an den Ordnern, die ich es bisher ausprobiert habe, auch butterweich, wie man das jetzt von Stadia und von GeForce Now zum Beispiel schon gewohnt ist. Ähm, aber da würde ich dann schon hart überlegen, weil sobald der Bildschirm ein bisschen größer wird, sieht es teilweise doch nicht mehr so gut dolle aus. So, und das Letzte, was wir hier besprechen, ist auch wieder gar nicht so schlecht, nämlich der neue Game Pass Friends and Family Plan, der aktuell in Irland getestet wird. Für 21,99 Euro könnt ihr... Den Game Pass Ultimate mit vier anderen teilen und habt quasi alle Vorteile des Game Pass Ultimate und könnt die einfach in eurem Friends and Family Plan zusammen nutzen. Und 21,99 Euro geteilt durch vier ist. Verdammt gut im Preis-Leistungsverhältnis. Und ja, wenn ihr jetzt denkt, ich habe mir gerade den Rechner aufgemacht und rechne aus, was das bedeutet, dann habt ihr völlig recht. Das sind 5,49 Euro für jeden. Und dafür dann den Game Pass Ultimate abstauben, ist ziemlich cool. Ich bin sehr gespannt, wann das wirklich ausgerollt wird für alle. Also nochmal, ihr könnt damit quasi, ihr müsst im selben Land sein. Das ist die Voraussetzung. Also ihr könnt jetzt nicht international den Kram teilen. Ihr müsst zumindest im gleichen Land sein und könnt dann den Game Pass für einfach mal knapp 6 Euro mit vier anderen teilen. Und, boah, das ist auch schon wieder preislich eine Ansage. Ja, also wenn, wenn man die Fünfergruppe vollkriegt, dann ist das ja... Äh dann ist das ja fast so billig, als würde man jetzt diese, diese Umwege über Xbox Live Gold-Karten gehen, wenn das Abo gerade nicht aktiv ist und das dann umschalten, aber dann halt als offizielles stetiges Angebot. Und das ist, finde ich, schon eine Ansage. Und ich bin echt gespannt, ob die, ob Microsoft da entweder erreicht, wirklich solche Massen an Leuten äh, in das Abo reinzuziehen, dass sich mhm. das auch mit so günstigen Beträgen rentiert oder dann irgendwann doch der Punkt gekommen ist, wo sie sagen müssen, ja, jetzt muss es im Preis doch deutlich hochgehen. Ja, wie äh, bei Netflix, ne? Ja, oder ganz krasses Beispiel der Zone, die halt dann für alle, die Sport gucken wollen, irgendwann gesagt haben: So, ab nächsten Monat bitte das Doppelte. Ja, ich, also, boah, das ist schon. Ich finde, ich finde es krass. Ich kann mir auch wirklich nur vorstellen, dass hier dann ähm, darauf spekuliert wird, dass man äh, in die Breite geht. Also, dass man dann sich vielleicht noch eine Konsole holt, dass man sich noch andere Sachen von, aus dem Ökosystem kauft. Äh, das ist ja auch das Ziel. Also kommt in unser Ökosystem und hier sind unsere Produkte. Also, viele nutzen ja schon zum Beispiel Windows, ist ja auch ein Microsoft-Produkt. Also, es ist ja, ihr seid ja, viele sind ja schon im Ökosystem drin. Ähm, okay, Phones gibt es nicht mehr, Zoom gibt es auch nicht mehr, aber ähm, ja, gut, ein Phone gibt es wieder, aber mit Android, das ist ja irgendwie nicht so der The real Deal, obwohl es Microsoft Phone mit Microsoft, mit Windows wirklich gut war, meiner Meinung nach. Es fehlten halt die Apps, aber Hardware und Software fand ich fantastisch. Ähm, aber das ist ja so das Ziel. Komm in unser Ökosystem und bleib da und kauf halt dann noch alles andere, was wir dir anbieten. Das macht ja auch dann absolut Sinn. Das ist ja, da wir, Dann schließt sich ja wieder unser Kreis, den wir hier äh, diskutieren, nämlich das so günstig, vielleicht auf legalen Weg so günstig wie möglich anbieten und dann eine Konsole verkaufen, Games verkaufen, Expansion Passes verkaufen oder so ein Lifetime-Ding wie jetzt bist du einmal Destiny 2-Spieler und jetzt brauchst du halt jede Erweiterung für einen Huni ähm, oder halt für einen vergünstigsten Preis. Vielleicht auch 20% runter, weil du bist Ultimate-Mitglied. Also irgendwie scheint sich das ja doch zu lohnen. Ja, das würde mich mal sehr interessieren, äh, wie gut äh, beim PC der, der äh, Windows äh, Game Store quasi, der glaube ich einfach Xbox heißt, ja, ist die Xbox-App, ähm, wie gut es da funktioniert, dass wenn man den Ultimate hat, äh, 20% Rabatt auf die Spiele bekommt, die halt im Game Pass drin sind. Äh, wie, wie sehr sich das für Xbox bzw. für Microsoft lohnt. Ähm, wie viele kaufen dann tatsächlich über den Store ihre Spiele? Ähm, weil Ich glaube, da gibt veröffentlicht Microsoft keine Zahlen zu. Ja. Ich finde das oder? total faszinierend, weil, weil Sony ja den ganz anderen Weg geht. Weil Sony geht ja einfach den Premium-Weg. Also zum einen sind die Konsolen kaum verfügbar, zum anderen kosten die Spiele wesentlich mehr. Aber trotzdem verkaufen die einfach alles wesentlich besser als Microsoft. Und da frage ich mich so, wie passt das zusammen? Halt? Also natürlich mit der sehr ex expansiven Strategie über den Game Pass, aber dann trotzdem muss sich das ja finanziell irgendwo lohnen. Es muss ja irgendeinen Punkt geben, wo man keinen Verlust damit macht, sondern wo es dann auch in, in einen Bereich kommt, wo, wo sich es lohnt. Weil das ist ja auch der Google-Weg mit Stadia. Also du kannst ja nicht auf Dauer das Produkt anbieten. Wie, wie willst du es argumentieren, dass du nur Verlust machst? Geht ja nicht. Ja, ja. Bin, bin echt gespannt, wie das Geschäftsmodell so, äh, so weitergeht. Ähm, ich habe jetzt erstmal drei Jahre Game Pass und ich hoffe, <laughs> du in drei Jahren sehe ich weiter. <laughs> Gut. Ja, in drei Jahren ist auf jeden Fall eine interessante Spanne. Da werden wir auf jeden Fall wissen, wie, es, äh, wie sich Stadia weiterentwickelt hat. Also, ne, wir reden dann in drei Jahren nochmal und gucken, wie haben sich denn die Dienste entwickelt? Ähm, welche Hardware gibt es aktuell bei GeForce Now? Dann reden wir wahrscheinlich über die übernächste Grafikkartengeneration. Ähm, was ist mit Shadow? Gibt es das noch? Also, es ist auf jeden Fall sehr spannend, wie sich das alles entwickelt. Und. Ähm, ja, wenn ihr jetzt keine Themen mehr habt, ich fange mal an. Captain, hast du noch was? Nö, alles abgehakt vom Zettel. Alles abgehakt. Philipp, liegt dir noch was äh, am Herzen? Ja, ich hätte, ich hätte noch äh, für Shadow, weil du es gerade erwähnt hast. Die haben ja jetzt ihr äh, ihr Upgrade hier. Ja, danke. Ja, stimmt. Äh, Angekündigt. Ähm, das normale kostet ja 30 Euro im Monat und man kriegt eine GTX 1080 und äh, 12 GB RAM und eine, einen vergleichsweise veralteten Prozessor, der aber für 1080p Gaming eigentlich immer noch völlig ausreicht. Ich hatte das, als es damals noch vor der Insolvenz mhm. 13 Euro gekostet hat, eine ganze Weile genutzt und das lief butterweich. Und jetzt für alle, die aber 4K oder 1440p haben wollen, gibt es für 15 Euro Aufpreis. Kann man sich jetzt vorbestellen, wird bald freigeschaltet. Dann kriegt man ein RTX 3070 äquivalent äh, 16 GB RAM und der Prozessor soll, äh, wird auch aufge, aufgewertet, aber ich, da weiß ich jetzt gerade nicht mehr äh, zu welchem Äquivalent äh, der wird, aber der wird halt auch nochmal besser. So dass man dann für 45 Euro sich ja schon, ja. schon eher im High-End. PC-Bereich sich dann bewegen darf. Ja, stimmt. Dank, danke, dass du. Da habe ich gar nicht. Also, ich habe natürlich Shadow auf dem Schirm, aber ähm, irgendwie ist das Thema mir jetzt für den Abend irgendwie durchgerutscht. Okay, da müssen wir definitiv nochmal eben kurz drüber reden. 30 Euro Standardversion plus 15 Euro die Hardware-Erweiterung sind 45 Euro. Heilige Mutter. Das ist echt viel Kohle für. Dafür bekommst du einen Cloud-PC. Da lohnt es sich ja schon eigentlich, sich einen PC äh, auf Pump zu holen, oder? Also wie, wie bewertet ihr das? Captain, würdest du dir für 45 Euro Shadow-PC in dieser Hardware-Ausstattung holen, die ja wirklich ziemlich gut ist? Oder ist das dann irgendwo eine Grenze erreicht? Na ja, guck mal, wenn wir überlegen, ähm, jetzt müssen wir, warte mal, jetzt will ich das mal schnell mal hochrechnen, weil du hast ja in der Regel einmal im Jahr kommt eine neue Grafikkarte. Gut, Sagen wir mal, vielleicht alle zwei Jahre willst du deinen Rechner ein bisschen, bisschen aufpimpen. So, das heißt, wir haben 45 Euro im Monat, lass es mal zwei Jahre sein. Das ist über 1080 Euro. Ne? 1080 Euro, das ist ja schon mittlerweile eine Grafikkarte, wenn du nach zwei Jahren aufrüsten willst. Dann hast du aber immer noch nicht den besseren Arbeitsspeicher, dann hast du aber noch nicht wieder einen neuen Prozessor mit drin. Ähm, eine Grafikkarte. da gab es letztens auch so einen, so einen spannenden Bericht mal wieder. Ähm, verbraucht auch viel Strom. So und ähm, für einen selber natürlich. <laughs> es ist ja ein bisschen schöner, wenn man Strom sparen kann. Das heißt, wenn du dann sagst, na gut, okay, ich habe halt meinen Bügelrechner, der läuft, der hat einen, mhm. der braucht nicht so viel, aber ich habe halt meinen Rechner ähm, in der Cloud. Der sehr gut ausgestattet ist, äh, gut, zahlen die anderen Leute Strom für, nicht ich. So. Ähm, von daher ist immer so eine Kosten-Nutzen-Frage. Also für mich wird es ehrlich gesagt jetzt so nicht in Frage kommen, weil ich mit, mit GeForce Now und Stadia als, als Cloud-Lösung zum Spielen total happy bin. Ähm, aber ich denke mal, für andere ist es schon doch eine deutlich interessantere Lösung. Unfa weil mhm. du hast halt Potenten Rechner, äh, den du zu dem Kurs so, glaube ich, einfach nicht hinkriegst. Und selbst wenn du dir einen auf Pump holst, ähm, dann hast du den nachher oder dann zahlst du den nachher quasi länger ab. Also, wenn wir jetzt bei diesen 45 Euro mal als, als Beispiel bleiben, dann zahlst du den nachher länger ab, als was du ihn wahrscheinlich nutzen würdest, weil du eben in der Zwischenzeit mindestens einmal upgraden müsstest, deine Hardware. Und, ähm, also, das, die, diese, diese, diese Argumentation folge ich. Also, ich meine, 45 Euro, ja, das hört sich erstmal viel an, aber im Endeffekt, wenn du es vergleichst mit einem ähm, äquivalent Rechner und dann den ganzen Dingen, die da oben drauf kommen, unter anderem jetzt halt auch Strom, dann ist das gar nicht mehr so krass. Und vor allem bist du maximal flexibel. Plus, deren Apps und Anwendungen für PC oder Mobil sind einfach mega gut. Die sind echt. Super. Und die haben auch schon bevor Nvidia das gemacht hat, höhere Auflösungen als ähm, 1080p erlaubt, plus auch höhere äh, Bildwiederholraten als 30, 60 ähm, FPS. Das haben die schon vorher gemacht und hat auch sehr, sehr, sehr gut funktioniert. Plus du hast sogar also ein Vollbild. und Vollbild auf deinem Smartphone. Das kennst du von anderen Diensten nicht. Also das können die auf jeden Fall und das funktioniert echt gut. Und du kannst auch mit deinem mit deinen Wurstfingern da auf dem Touchscreen rumballern und dann kannst du da auch deinen Windows PC mit steuern das funktioniert ähm also von daher ich glaube die Kombination und die Freiheit die das Ganze gibt äh natürlich entsprechend wenn ihr eine gute Verbindung zu deren ähm, ähm, zu deren Rechenzentren habt die haben auch in Deutschland ein Rechenzentrum ähm dann natürlich gesetzt dem Fall, das passt alles, ihr habt keinen großen Neck oder so, dann ist es wirklich ein guter Deal. Ähm, ich weiß nur nicht, wie das mit der Konkurrenz aussieht. Also, ich glaube, dass einfach so ein äh, GeForce Now, auch wenn, ich meine, das ist auch schon nicht günstig, aber ist halt auch einfach High-End Cloud Gaming. Ne? Also, man kann ja, da gibt es ja drei verschiedene Versionen, ne? wissen wir ja alle. Wir haben den Free Tier, wir haben den mittleren für 10 und wir haben das teurere für x Euro. Habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber für einiges mehr noch. Und ähm, dann habt ihr halt High-End Cloud Gaming. Also da habt ihr ja schon die Wahl, aber das ist ja schon ein krasser Deal. Aber wenn ihr dann die anderen seht, so budgetmäßig Stadia oder ähm, den Game Pass, dann weiß ich nicht, ob das für Gamer alleine zieht, sich da 45 Euro im Monat nochmal zusätzlich auszugeben. Ähm, wie würdest du das einschätzen, Philipp? Ja, also ich finde es schwierig. Also damals, als der Preis noch 13 Euro war, äh, war das, hier war 13 oder 15, egal, jedenfalls spottbillig äh, verglichen mit, äh, mit heute. Und auch für das, was es konnte, war es halt super günstig. Ähm, da war das für mich so safe, so eine, so eine safe Entscheidung. Ja, äh, ich brauche den vor allem zum Spielen, ein bisschen zum Arbeiten mhm. und die Nachteile, die man durch die Timeout. Time hat und dass man ständig Dateien hoch und wieder runterladen muss gegeneinander, äh, waren das dann nicht wert. Jetzt, wo das dann auf 30 gesprungen ist, war der Punkt, wo ich gesagt hatte, ähm, ich stelle mir hier einen eigenen PC hin, habe jetzt einen mit einer 3060 hier unten stehen und bin damit auch super happy. Und ähm, so mit der mit 45 Euro, ich glaube, das kann sich lohnen, weil es halt äh, die Hardware ist immer noch teuer und vor allem ist sie stromhungrig, was ja natürlich mit drauf kommt. Aber aktuell fallen die Preise ja wieder ein bisschen durch den krypto Crash. Ich habe jetzt mal geguckt, so der erste Pre-Build, der äh, vergleichbar ist und ein bisschen, also ein bisschen drüber ist von der Leistung, den ich jetzt gefunden habe, wären so 1200 Euro aktuell. Ähm, und da kommt dann halt noch der Strom drauf und dann muss man. Überlegen, was ist der Use Case. Wenn man es vor allem zum Zocken benutzt, ähm, ist das mit dem Cloud und Timeout und sowas alles äh, eigentlich nicht das Problem, wenn man ein stabiles Internet zu Hause hat? Dann funktioniert das super. Ähm, wenn man jetzt aber, wie ich, ab und an dann doch eher damit arbeitet, vor allem irgendwie am Audio oder ein Video rumschneidet und dann doch recht große Dateien hin und her schubsen muss. Da ist dann manche Sachen, die Cloud, also gerade auch so audio von Peripheriegeräten, die ab und an mal hakeln können. Hm. Da ist dann lokale Hardware schon, schon noch besser. Und ist dann aber halt schwierig, weil den PC kann ich mich nicht mitnehmen. Und das ärgert mich, weil ich so immer nur äh, über Moonlight, wenn ich zu Hause bin, äh, meinen Bildschirm auf dem Fernseher oder aufs Handy oder sowas werfen kann zum Zocken. Das ist so das Ding. Ich glaube, wenn, wenn man es wenn kombiniert mit der... Wenn man für sich selbst das Anwendungsszenario hat, man möchte es auch irgendwie mitnehmen. Oder man spielt halt auch mobil damit. Könnte es Sinn machen, diese... dir Shadow zu holen, um halt maximal flexibel zu sein, was auch die Wahl der Stores oder... Du installierst es ja auch. Also dann glaube ich, macht es noch am meisten Sinn. Aber ähm, es stimmt natürlich, wenn du auch viel noch andere Dinge tust, wie Videobearbeitung etc., dann, ja, weiß ich nicht. Ich, ich glaube, es wird schwierig für Shadow bei 45 Euro wirklich Massen zu erreichen. Aber vielleicht ist das auch gar nicht mhm. das Ziel. Also ich glaube, ich glaube man, man holt sich dann vielleicht die Enthusiasten noch dazu. Aber ähm, man geht. Ich vermute es mal auch mehr in dem Bereich äh, Business to Business oder auch ähm, generell an die Leute, die mehr nicht die ultra teuren Microsoft-Lösungen haben möchte, denn die, die habe ich auch probiert. Die funktionieren für Gaming einfach nicht, aber die sind super für, ähm, für, äh, fürs Arbeiten. Die sind echt mhm. gut, die sind sehr performant, aber auch mega teuer. Und wenn du da das kombinierst mit denen, die vielleicht ähm, nicht ganz so viel bezahlen möchten, aber äh, auch beide Anwendungen äh, damit nutzen können oder selbst wenn du es nur fürs Arbeiten nimmt, sind die auch performant genug, dann kannst du die vielleicht noch catchen. Ja, also ich glaube, auch bei dem Preis wird es jetzt, glaube ich, nicht so ein Massenprodukt sein, aber es ist vom Preis her noch, äh, noch akzeptabel genug für... Für Leute, die halt einen High-End-Gaming-PC benutzen möchten, dass es, glaube ich, so seine Nische finden wird, in der sich äh, und so seine Use Cases finden wird, äh, wo sich das für Leute einfach eher lohnt, als sich mhm. so eine teure Kiste selber drunter zu stellen. Und bin gespannt, wie das mit denen weitergeht. Die wollen jetzt auch noch so einen eigenen, einfach nur einen Cloud-Speicherdienst äh, aufziehen, was ich auf der einen Seite ein bisschen ironisch finde, weil das war immer ein Riesenproblem bei Shadow, dass einfach der verfügbare Festplattenspeicher, den man kriegt, ja, lächerlich stimmt. niedrig war. Ja. Finde ich so am Rande einfach, dann, dann witzig, dass sie jetzt einen äh, Cloud-Speicherdienst an sich auf, aufziehen noch. Aber jo. ja. Ja. Also, Shadow PC, schreibt uns mal oder äh, kommentiert, egal wo ihr es schaut, ob ihr es auf dem YouTube-Kanal guckt. Wir versuchen, oder ich versuche zumindest, die Folgen auch immer auf YouTube verfügbar zu machen. Ähm, schauen wir mal, wie sich das einspielt. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger als ein Upload von einem Audio. Ähm, aber natürlich äh, lasst uns gerne mal eine Nachricht zukommen. Wie ihr das Ganze findet, natürlich auch so zu den anderen Themen, die wir hier besprechen. Immer sehr gerne. Auch Sprachnachrichten nehmen wir an. Schaut da einfach mal in die Beschreibung. Ja, vielen Dank, Philipp. Heute eine sehr schöne Sendung, toller Input, hat sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Ähm, was hast du irgendwas geplant, streamtechnisch oder was können wir von dir erwarten in Zukunft? Äh, also bei mir wird jetzt glaube ich noch mal eine Weile äh, Pause sein, denn ich äh, ich habe jetzt quasi so ein bisschen Standbein als Sprecher aufgezogen. Das hat viel Arbeit gemacht und jetzt bin ich erstmal ein paar Monate äh, irgendwo am Arsch der Heide und spiele Kindertheater und bin jetzt quasi erstmal vier Monate auch von zu Hause einfach weg und dann äh, danach im neuen Jahr mal gucken, äh, wie ich da die Zeit und Energie finde. Das klingt absolut spannend. <lacht> okay. <lacht> ja, äh, dann freuen wir uns auf jeden Fall, egal was von dir kommt, wir saugen das einfach auf und freuen uns dann sehr. Captain, ähm, ich weiß ja schon ein bisschen, was äh, auf dem äh, YouTube-Kanal geplant ist. Beziehungsweise, also zumindest eine Sache weiß ich. Da kommt eine Episode 2 von deinem neuen Format. Erzähl mal ein bisschen. Was kommt denn da so in der nächsten Woche und kommt da noch mehr? Ja, 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 was ist denn da los? Also, grundsätzlich äh, gibt es einmal in der Woche eine neue Ausgabe von. Eine nette halbe Stunde dem Format, in dem ich mir äh, YouTube, äh, YouTube Trials angucke, genau, Stadia Trials anschaue, immer für 30 Minuten, ähm, um einfach mal so viele Spiele wie möglich quasi reinzuzocken. Das ist auch kein Format, in dem das Spiel irgendwie in irgendeiner Art und Weise bewertet oder gereviewt werden soll, sondern halt einfach. Ich mache es an. Ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet, und ich spiele das Ding halt einfach eine halbe Stunde und ähm, quatsche mit euch nebenbei. Also ich erzähle euch einfach irgendwas. Ihr könnt ja nicht mit mir quatschen, weil das ist ja nicht live. Ähm, das Spoiler ich schon mal, was denn da kommt. Ich habe, heißt spoiler? ich habe es auf Twitter ich schon geschrieben. Ähm, die zweite Ausgabe von Anette halbe Stunde dreht sich um das Spiel Super Hot, mit dem ich wirklich sehr viel Spaß gehabt habe und ähm, ich, mal gucken, was ich so nächste Woche vorproduziere für die dritte Ausgabe von einer nette halbe Stunde und ansonsten kommt vielleicht mal ein ich oh äh, doch da wird bestimmt nächste Woche eine Runde von Ready or Not veröffentlicht ähm, was auch glaube ich meine mein, mein, mein Lieblingsvideo von den dreien ist. Also drei Videos habe ich ja schon hochgeladen von Ready or Not. Und das erste, was ich hochgeladen habe, ist doch tatsächlich mein erstes, mein, mein Lieblingsvideo. Ähm, das ist eine, ein, ein, ein sehr dramatischer Thriller. Ich war mit meinem Team unterwegs. Wir waren vier, fünf Leute und nach und nach wurden sie dezimiert. Und am Ende. War ich der Einzige, der übrig blieb? Und ich musste die Mission zu Ende bringen. Ob ich das schaffe, seht ihr in der kommenden Woche <laughs> auf dem YouTube-Kanal von Cloudplay. Ja. Ähm, nee, war wirklich eine sehr, sehr, sehr ähm, intensive Runde und mir ist echt die Pumpe gegangen, gerade zum Ende hin. Ähm, also von daher, das dürft ihr euch echt nicht entgehen lassen. Äh, das war bis jetzt das einzige Ready or Not-Video, was ich auch über GeForce Now direkt gecaptured gecaptured habe, also in 1080p mit 60fps. Die anderen zwei, die ich mal äh, testweise dann mal irgendwann aufgenommen hatte, die sind ja über OBS, die haben nur 720p und äh, 30fps, aber die sind nicht minder schlecht von der Spannung her, aber das Valley of Dolls Video, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Sehr schön. Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich habe mir. Ich habe mich noch nicht gespoilert mit Episode 2. Habe ich mir noch nicht heimlich angeguckt. Ne? Aber ähm, ich fand auch das äh, peppa pick video schon ziemlich cool. Das war so süß. Ja, so süß. Gibt es einen Livestream von dir auf Twitch? Ähm, ich muss tatsächlich noch mal... Oh, da erinnerst du mich, da erinnerst du mich tatsächlich noch an etwas. Ähm, ich habe ja auf meinem äh, captain Aldi youtube kanal ja angefangen, ein bisschen no one Less rapper ähm, zu spielen, beziehungsweise hochzuladen. Und ähm, auch wenn ich jetzt in der vergangenen Woche nicht gestreamt habe, habe ich letzte Woche ja einen Augenblick gestreamt. Und dabei sind ja noch zumindest äh, zwei äh, weitere Episoden von Nolf hängen geblieben. Die muss ich nochmal auf meinen YouTube-Kanal packen, schneiden und äh, hochladen. Das kommt dann nochmal. Also äh, beobachte Twitter bei mir. Und ähm, ja, nö, ansonsten mal gucken. Also wenn ist Twitch bei mir eine ganz, 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 Ganz spontane Sache mittlerweile nur noch geworden und äh, wir gucken einfach mal. Okay, dann, also wie immer der Tipp, schaut auf cloudplay.show vorbei. Dort findet ihr alle Infos zu allen Videos und darüber hinaus und zu den Gästen und zu den neuen. Äh, folgen Cloud Play natürlich auch. Schaut auf Twitch vorbei beim guten Captain. Ich habe auch einen Twitch-Kanal, da streame ich den ganzen Nicht-Cloud-Kram oder wenn ich Coop mache, das ist twitch.tv slash shikiboink und der Captain ist zu gucken bei URL. twitch.tv slash cptaldi oder auch einfach cptaldi bei YouTube oben in der Suchleiste eingeben, dann stolpert ihr schon automatisch äh, über meinen YouTube-Kanal. Sehr schön. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssi. Hm. Zwieback. Zwieback. Mit Nutella.